Herzlich willkommen zum Webinar Klebereparaturen, zweiter Teil. Wir hatten den ersten Teil im November und jetzt gibt es eine Fortsetzung zu dem Thema, wie kann man Reparaturen mit Klebstoffen durchführen. Und ich freue mich, dass wieder der Matthias Bild aus Groß-Gerau, der da in verschiedenen Reparaturcafés aktiv ist, uns sein Wissen zur Verfügung stellt und für Fragen Rede und Antwort steht und auch Unterstützung von Matthias Brüggemann wieder bekommt aus dem Landkreis Oldenburg. Matthias wird gleich so einen Überblick geben, was heute Abend auf dem Plan steht. Und es gibt nach verschiedenen Abschnitten immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das heißt, dann könnt ihr eben euch melden oder währenddessen auch in den Chat schreiben und ja, Rückfragen stellen. Und dann wünsche ich euch und uns allen an dieser Stelle einen informativen Abend und ich übergebe das Wort an dich, Matthias. Hallo, ich kann mich jetzt leider nicht sehen. Seht ihr mich? Gut. Du bist groß zu sehen, ja. Okay. Also, herzlichen Willkommen auch von mir heute Abend. Ja, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil ich jetzt mich nicht sehe, beziehungsweise die Folie auch nicht ansehen kann. Dann muss ich nochmal schauen. Nina, kannst du mir technisch helfen, wie ich da hinkomme? Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich sehe dich seh groß. Ich sehe dich, das ist ein tolles Bild, aber... wie ist denn das oben rechts, wenn du die Ansicht mal änderst? Ja, habe ich schon gemacht, dann sehe ich die Galerie. Ja, und dann... Dann sehe ich auch mich und dann muss ich mal gucken. Ja. Dann könnte ich das wie pinnen. Ja, jetzt sehe ich mich, das ist etwas besser, dass ich ein Feedback bekomme. Okay, super. Okay, also nochmal herzlich willkommen an alle, Norden, Süden, Osten, Westen. Ich bin ja ziemlich in der Mitte hier in Deutschland. Zweiter Teil heute zum Thema Kleben. Viele haben beim letzten Mal schon zugeschaut. Ich hoffe, die sind alle wieder da. Beim zweiten Teil haben wir ein paar Themen, die wir beim letzten Mal nicht geschafft haben. Ich lege mal die Folie auf. Das ist der zweite Teil. Also da haben wir einige Sachen. Sicherheit beim Kleben, die Klebesituation einschätzen und dann kommen noch eine Menge Klebstoffarten. Dann muss ich noch was in eigener Sache sagen. Ich habe seit heute Morgen, ich bin aufgewacht und hatte Kratzen im Hals. Ganz schlecht, wenn man abends eine Stunde oder zwei reden soll. Ich habe hier fast 2 Liter Tee stehen. Ich muss also ab und zu mal nippen am Becher Tee. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich habe auch Bonbons hier, wenn ich dann so Lutschbewegungen mache oder sowas. Es dient der Sache. Soweit das. Das ist eine Veranstaltung unter 3G-Regeln. Hat mir die Ina extra gesagt, soll ich sagen. Das erste ist gucken, das zweite ist gut zuhören und das dritte ist gedanklich mitmachen. Das sind die 3Gs heute Abend. Andere Sachen, die es unter den Gs gibt, die interessieren uns heute Abend nicht. Okay. Erster Punkt im Thema ist die Thema Sicherheit wieder beim Kleben. Ich mache es einfach immer wieder, weil einige neu wahrscheinlich dabei sind und das ist ein wichtiges Thema beim Kleben immer vorneweg. Also auch wenn Kleben relativ einfach erscheint als Tätigkeit im Repair-Café, die meisten haben eher Angst vor Strom oder Ähnlichem. Kleben ist die Gefahr, die langfristig wirken kann und die man auch nicht sieht, ähnlich wie Strom. Bei Strom spürt man es gleich, wenn man dran greift, eine entsprechende Spannung. Beim Kleben, die Dämpfe, die haben eine langfristige Wirkung. Deswegen, wenn man klebt, immer gut lüften oder das Ganze am besten draußen machen. Mein Tipp ist noch, den Kleber immer so sicher aufstellen, dass nichts umkippen kann. Dann gibt es auch keine Dreck und Sauereien auf dem Tisch oder so. Was ich auch immer wieder gerne vergesse, ist Handschuhe tragen. Spätestens, wenn der Superkleber dann an den Fingern klebt, dann weiß man, was man vergessen hat beim Kleben.
Kleidung auch und den Arbeitsplatz vor Verschmutzung schützen, ist eine gute Sache. Da kann man auch viel anrichten, gerade wenn der Kleber netzsicher steht, dann fällt er um und läuft auf die Hose oder so, und das gibt mit Sicherheit daheim Ärger. Dann zum Kleben selber. Sicherheitsrelevante Teile dürfen nicht geklebt werden, das möchte ich nochmal betonen, da erlebe ich auch immer wieder interessante Sachen. Also wie gesagt, das sollte man nicht tun, das sollte man sich überlegen, ob man wirklich da eine Klebung braucht oder nicht, oder ob man die noch machen kann oder ob man das Teil ersetzt oder eben das Gerät, falls gar nichts mehr geht, wegschmeißt. Ganz wichtig für mich als Vater, Kinder haben an der Klebestelle nichts verloren. Kleber ist Chemie, Kleber sind Dämpfe, und da müssen Kinder nicht dieser Gefahr und dieser Belastung ausgesetzt werden. Ja, das waren die Sicherheitsregeln vorneweg. Wie gesagt, halte ich für immer für wichtig, damit wir sehen, damit man das Ganze sicher und ordentlich über die Bühne bringt. Sowohl im Repair-Café als auch zu Hause oder wo man es sonst noch macht. Ja. Gerade im Repair-Café Belüftung beim Kleben immer wichtig, weil viele Leute da sind. Also wäre eine Möglichkeit, da die Leute ein bisschen sicherer zu machen. Gut, noch was zu den Grundlagen vom Kleben. Dass die das letzte Mal da waren, die haben das schon mitbekommen. Und zwar schalte ich jetzt mal um. Dann kann ich auch einen Schluck trinken. Dann habt ihr eine Sekunde Zeit zum Nachdenken. Was ist Kleben überhaupt? Oder wie definiert man das? Jetzt muss ich gucken, ich muss es so schieben. Kleben ist vor allen Dingen, also ist ja eine Verbindung von Materialien. Und da gibt es Begriffe Kohäsion und Adhäsion. Kohäsion ist das, was im Material stattfindet, also in einem im Gleichen. Also hier zum Beispiel habe ich als Beispiel Holz genommen, die Festigkeit, die das Holz in sich hat. Es gibt feste Hölzer, es gibt nicht so feste Hölzer. Nadelhölzer sind meistens weniger fest als, ich sage ausdrücklich meistens, sind nicht so fest wie zum Beispiel manche Laubhölzer. Es geht natürlich auch andersrum, aber das ist die Kraft, die in dem homogenen Stoff wirkt. Oder im Kleber selbst, wenn eine Klebefuge etwas größer ist, dann hat ja nicht der Kleber nur Kontakt zu dem anderen Material, sondern auch in sich. Und das ist die Kohäsion. Die Adhäsion, damit benennen wir die Haftung an der Grenzstelle, wo der Kleber auf das Material trifft, in dem Fall auch wieder hier Holz, oder Kleber auf Metall oder ähnliches. Nur um die beiden Begrifflichkeiten nochmal darzustellen jetzt, also diese Sache. Das ist die Sache mit Kohäsion und Adhäsion. Haben wir das letzte Mal auch etwas länger besprochen, aber wer da noch Informationen haben will, den verweise ich jetzt einfach auf das letzte Online-Seminar zum Kleben, das über anstiftung.de ja abrufbar ist, auch in YouTube zu finden. Gut. Gut. Dann möchte ich die Kleberarten vorstellen, die wir heute durchgehen. Das sind einmal die Kontaktkleber, dann thermische Kleber. Da gibt es mehr, als die meisten wissen. Die meisten kennen nur die Heißklebepistole. Dann die Holzleime. Üblicherweise sind das PVACs. In diese weißen Kleber, die immer in der großen Flasche kommen oder so ähnlich. Dann die PU-Kleber, die auch im Bereich Holz oft verwendet werden, aber auch in anderen Sachen. Dann gibt es noch ein paar neuere Kleber, zum Beispiel seit ein paar Jahren gibt es ja die UV-Kleber, auch für allgemein zugänglich. Vorher waren die im Zahnarzt und einigen Spezialisten vorbehalten. Dann habe ich noch ein paar Spezialkleber, wo wir mal kurz drüber reden können. Das ist Leder, Glas, Gummi, wie man das kleben kann und wo man da ein bisschen aufpassen muss, Tricks, Tipps.
Dann habe ich das große Thema Klebebänder oder großes Thema möchte ich eigentlich nicht draus machen. Ich kriege immer wieder Anfragen, du musst, ich habe, viele kennen von euch ja wahrscheinlich dieses Dokument, das bei Anstiftung runterladbar ist über Kleben. Da wird immer wieder gesagt, wir brauchen für Reparaturen noch das Thema Klebebänder. Klebebänder finde ich für Reparaturen als Hilfsmittel geeignet, als endgültige Reparatur sehe ich das nicht so. Also, wenn ein Kunde mit dem Gerät rausgeht, wo noch ein Klebeband außen drum ist und das soll eine Reparatur sein, habe ich persönlich Probleme mit. Außer es ist ein Pappkarton. Gut, und dann haben wir noch ein paar sonstige Kleber, das sind auch ein paar neuere dabei. Ja, Werkzeuge zum Kleben, da stelle ich euch auch noch ein paar vor. Da muss ich mal kurz weg, bin gleich wieder da. Entschuldigung. So, da bin ich wieder und da schalte ich auch gleich um zu den Werkzeugen. Auch nur ganz kurz, weil das haben wir das letzte Mal ja auch besprochen in dem letzten Ding. Also Waage zum Beispiel, wenn man was abwägen will, eine Mischung oder ähnliches, sinnvollerweise mit Plastik, mit einer Plastiktüte geschützt, damit kein Kleber drauf tropfen kann, denn sonst muss man sie wieder neu nullen und so weiter. Handschuhe habe ich hier mal. Kleberspritzen kann man für alle möglichen Kleber verwenden, kosten auch nur ein paar Cent. Und dann für Kleber, die angerührt werden müssen, hier sieht man, ist schon stark benutzt, einfach eine Palette. Da hat man keine Ecken, wo sich der Kleber reinsetzt und sowas, sondern man kann den wirklich komplett im Prinzip runterstreichen dann. Das nur noch mal kurz als Erinnerung an die Werkzeuge. Gut. Der Thomas hat schon eine Frage. Ja, die Version ist mindestens 2 Jahre alt, das stimmt. Die Version ist so alt, weil ich ab und zu auch was arbeiten muss, um meine Brötchen zu verdienen. Es macht mir mehr Spaß, Sachen zu reparieren, als Texte zu schreiben. Aber ich arbeite dran, auch mit den Eingängen von Mails, die reinkommen aufgrund der Webinare, aufgrund des Dokuments selber. Versuche ich die immer, oder werde ich die jetzt versuchen, in der nächsten Zeit zu aktualisieren. Mein Anspruch ist eigentlich auch, da Bilder reinzunehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Wir werden es sehen. Aber wie gesagt, es ist in Planung. Ich habe auch schon eine ganze Mappe Sachen gesammelt. Die muss ich nur noch entsprechend aufbereiten. So viel dazu. Dann wird es ein neues PDF geben. Gut, das war jetzt das mit den Werkzeugen. Dazu muss man auch sagen, das PDF ist innerhalb von 3 Tagen entstanden, weil wir in Frankfurt, weil ich bei der INA angefragt hatte, während einem Regionaltreffen, dass das doch bitte ein Vortrag über Kleben gehalten werden soll. Und dann hat die INA einfach gesagt, ja, dann mach doch du. Insofern ist das Kleben also sehr schnell mein Thema geworden oder sehr kurzfristig. Okay. Aufgrund der Mails, die ich bekommen habe auf des letzten Seminars, ist mir aufgefallen, ein wichtiger Punkt, der eigentlich vor jeder Klebung steht, ist die Klebesituation, die ich vorliegen habe, was gerade geklebt werden muss, dass ich die erstmal richtig einschätze. Denn da gibt es einige Sachen zu beachten, die helfen, eine Klebung ordentlich hinzukriegen. Und diese, so, da haben wir das Dokument. So, ja. Also, ich muss erstmal die Klebesituation, die ich habe, einschätzen. Denn das ist genau das, was in meinen Beratungen per Mail, die immer wieder wo die Anfragen kommen, gemacht wäre, was ich einfach mache. Ich frage dann erstmal ab, was für Situationen habt ihr denn da zum Kleben? Also welche Materialien sollen verklebt werden? Welche Beanspruchung hat die Klebestelle? Da gibt es verschiedene.
Wie sieht denn die Klebestelle aus? Also ist das eine schmale Kante, wo eine Riesenbelastung draufkommt? Oder ist es eine Fläche, die ich relativ gut verkleben kann? Welche Umgebungsverhältnisse hat die Klebestelle? Nässe, UV-Strahlung, Hitze. Hitze ist ein großes Problem beim Kleben. Also nicht nur während der Klebung selbst, sondern auch nachher im Dauerbetrieb, in der Nutzung der geklebten Sachen. Das ist ein Riesenproblem. Wie reagiert das klebende Material auf den Kleber? Also zum Beispiel, wenn ich mal versuche, Styropor als Extrembeispiel mit Superkleber zu kleben, das wird interessant werden. Der Matthias Brüggemann schüttelt den Kopf ganz doll. Ja, also das Problem ist, dass das Styropor dann zu großen Teilen weg ist. Ja, und was natürlich auch zu beachten ist, wie kritisch ist es, wenn meine Klebung versagt? Also gibt es dann irgendwelche Personenschäden? Also oder kann es die geben? Das ist ein ganz großes Problem. Also zum Beispiel, wenn ich nach Norden gehe, wo der Matthias ist, noch ein bisschen weiter, da ist Airbus, die kleben ganz viele Flugzeugteile zusammen. Das sollte schon sicher sein. Ja, das haben wir, also ich hatte noch kein Flugzeug im Repair-Café, aber ansonsten, es gibt da auch Situationen, wo Sachen schwierig sind. Also zum Beispiel, wenn ich an ein Lüfterrad denke oder sowas, wenn da ein Flügel plötzlich durch die Luft fliegt, ist das nicht gut. Ja, also wie gesagt, das sind wichtige Fragen, die man sich vor der Klebung stellen soll. Und ich habe mir jetzt einfach mal aus den Zuschriften, die ich in der letzten Zeit hatte, ein paar rausgesucht, und die möchte ich einfach mal ansprechen. Die sind auch von einigen. Ich weiß nicht, ob der Emil da ist und der Kilian, ob die da sind. Der Emil hatte mir eine Mail geschrieben. Ja, ich bin da. Ha, super. Dann darf ich dein Beispiel mal verwenden. Ja, gerne, Claude. Ja, ich lege es nochmal so hin, dass man alle Fragen sieht. Also, der Emil hat mich angeschrieben. Er hat einen emaillierten Stahl-Kochtopfdeckel, wenn das richtig ist, wenn ich das jetzt richtig sage. Und um so einen Kochtopfdeckel ist ein Rand drum. Und dieser Rand, der ist wohl an einer Stelle gerissen, gebrochen. Und den hat er dann wieder befestigen wollen. Und das ist jetzt, wenn ich jetzt danach diese Sache mir angucke, schaue ich mir an, welche Materialien sollen verklebt werden. Auf der einen Seite ist es einmal das Email, was ja an sich schon hergestellt worden ist, um möglichst wenig Material anzunehmen. Und das auf dem Stahl, auf dem Stahlträger. Und dann habe ich noch die Aluminiumschiene. Das ist ein Profil, das im Querschnitt wie ein U wahrscheinlich aussieht. Und das ist schon mal das Erste. Das Aluminium muss ich zum Kleben zumindest oxidfrei bekommen. Also entweder durch Säure oder mechanisch durch Schmirgeln. An dem Email sollte ich auch etwas aufrauen, was natürlich auch wiederum schwierig ist, an so einer Kante das aufzukriegen. Und ich weiß nicht, wie es darunter aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Email nicht unbedingt um die Kante des Stahlbleches herumgeht. Also dann habe ich da vielleicht sogar noch ein bisschen Stahlblech. Was vielleicht, wenn es nicht Edelstahl ist, wenn es ein alter Topf ist, sogar noch ein bisschen Rost angesetzt haben könnte. Also es ist an sich schon sehr, sehr schwer. Welche Beanspruchung hat die Klebestelle von dem Aluminium, von der Aluminiumkante? Der Topfdeckel und das Aluminium werden sich unterschiedlich ausdehnen, weil ich ja Hitze habe in der Sache. Das heißt, ich habe so eine Art Scherbewegung auf der Kante an der Klebestelle. Da zeige ich nachher noch ein Bild dazu. Die Klebestelle selbst könnte ein bisschen Spalt haben, denn diese Aluminiumschiene wird wahrscheinlich nicht um ganz passgenau an das Blech und an das Email angelegt worden sein. Das heißt, es wäre auch nicht schlecht, wenn der Kleber etwas spaltfüllend wäre. Ja, also dass ich da eine möglichst große Klebefläche erreiche. Jetzt kommen wir zum ganz Tollen, die Umgebungsverhältnisse der Klebestelle. Hitze ist der größte Feind der Klebung.
Ganz klar. Das muss man immer wieder sagen. Nicht mal so sehr bei der eigentlichen Klebearbeit, sondern nachher, wenn das Gerät oder wenn die Klebung im Gebrauch ist, die verklebten Materialien. Und hier haben wir einen Kochtopfdeckel. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass der Emil sich so wie ich heute Teewasser kocht, dann hat der Topf ganz, ganz schnell die 100 Grad an der Klebestelle, der Deckel. Und die meisten Kleber steigen so, das ist unterschiedlich, aber steigen so bei 80, 90 Grad aus. Und wenn der Emil den Topf länger stehen lässt, dann wird der ganze Deckel heiß. Das heißt, wir haben noch die Ausdehnung des Stahls, die Ausdehnung des Aluminiums, die unterschiedlich miteinander reagieren. Und wir haben am Aluminium noch durch den Wasserdampf eventuell eine Oxidation. Also, das ist wirklich eine extrem knifflige Klebung, die der Emil davor hat. Oder ich weiß nicht, ob er sie schon durchgeführt hat. Ja. Ja, hat er? Gut, Ja. super. Dann kannst du vielleicht, ich mache das gerade noch durch und dann kannst du uns mal kurz dein Ergebnis sagen, vielleicht. Ja, okay. Danke. Das klebende Material auf den Kleber, das Email ist schwierig zu kleben, ja, weil das eben wenig annimmt. Das kann man aufrauen. Physikalisch und chemisch wird es wahrscheinlich nicht mit dem Kleber reagieren, weil Mai ist etwas, was chemisch eigentlich nicht reagieren sollte. Was reagieren könnte, wäre das Aluminium mit dem Oxid. Und was noch reagieren kann in dem Fall ist, wenn Stahlkante frei liegt irgendwo und eventuell Rost, dann könnte der Rost noch irgendwie. In dem Fall wäre es wahrscheinlich, es ist unschön, wenn die Klebung versagt, wenn der Topfrand wieder abfällt, aber es wäre jetzt nicht oder in den seltensten Fällen lebensbedrohend, sage ich mal. Insofern kann man da Klebeversuche starten, die der Emil ja auch vorher schon gemacht hatte. Und ich habe ihm dann, oh, ich weiß gar nicht mehr, welchen Kleber ich dir jetzt genau empfohlen habe, aber das wirst du noch wissen. Dann übergebe ich mal kurz an den Emil. Jo. Also das war ein Polymerkleber. Ja. Dann habe ich das Alu schön mit Schmirgelpapier aufgeraut und habe das also dann rumgelegt. Und die Nahtstelle war die Empfehlung zu schweißen. Das kann ich aber nicht, weil es gibt zwar so Schweißstäbe mit Alu, aber irgendwie haben die nicht funktioniert. Jedenfalls habe ich dann die Nahtstelle mit Powerglue noch überklebt, also mit diesem Glasgranulat. Sieht zwar ein Okay. bisschen, aber das, wenn es hält, dann darf man es auch ein bisschen sehen. Okay. Dann hoffen wir mal, dass es hält. Falls wir das Seminar nochmal halten, sagst du uns, gibst du uns einen Langzeitbericht. Okay, mache ich. Dankeschön. Gerne. Ja, das ist super, solche Beispiele. Also das ist natürlich klasse, weil das ist aus dem Leben und aus dem Repair-Alltag, wobei das ist natürlich Alltag. Hoffentlich nicht in den Repair-Cafés, denn das sind sehr extreme Dinge. Dann hatte ich noch was, dann kam noch eine Mail. Und zwar wollte jemand einen Staubsaugerschlauch, kennt ihr alle, in eine Hülse kleben, aus der er rausgerutscht war, die aus Nylon, also aus Polyamid ist. Jetzt ist es so. Normalerweise kenne ich die Staubsaugerschläuche, die Befestigung in den Hülsen, die dann im Staubsauger verankert sind, so dass sie mechanisch einfach geklemmt sind. Ich wusste bisher nicht, dass diese Dinge auch geklebt werden sollen. Angeblich wäre es geklebt gewesen. Jetzt hat der gute Mann mich gefragt, Kilian, aber ich glaube, der war nicht hier aus dem Seminar, sondern das war eine Art Zuschrift auf das Dokument. Es gibt da kommt die Frage, was für ein Material? Gute Frage. Man muss sich ein bisschen informieren, man muss gucken, was draufsteht. Auf vielen Kunststoffteilen steht so ein Dreieck mit so drei Pfeilen. Und da drin stehen dann Buchstaben, PP, PE, PA. Das ist zum Sortieren
in der Wiederverwertung. Ja, Thomas, ist eine gute Idee. Sowas Ähnliches habe ich dann auch vorgeschlagen. Und Klaus, ist mechanische Verbindung halte ich da auch sinnvoll. Gebe ich euch recht. Der gute Mann wollte das mit einem Nylonkleber, also mit einem Polyamidkleber kleben, der aber sehr, sehr dünn ist. Jetzt, jeder, der schon einen Staubsaugerschlauch in der Hand gehabt hat, weiß, dass der so geriffelt ist. Das heißt, ich habe da notfalls, wenn ich verkleben muss, eine Spaltüberbrückung. Ja, das ist eine Ding. Panzerband könnte man machen. Ich würde es nicht machen, aber könnte man auch machen, ginge auch. Man kann auch mit einer Kabel, mit einem mechanischen bisschen tricksen, mit einem Kabelbinder. Habe ich auch schon gemacht. Wenn diese Hülse so ist, dass die innen und außen ist, diese Hülsen sind oftmals innen auch ausgeformt. Also jetzt gehe ich auf die Frage vom Thomas an. Der Schlauch steckt innen, Kabelbinder geht nicht. Die sind oft innen so ausgeformt, dass der Schmutz, weil er ja in den Staubsauger gesaugt werden soll, nicht an den Kanten hängen bleiben soll. Und dann kann man es auch mit einer Kabelklemme festmachen. Mit einem Kabelbinder. Muss man sich angucken. Das ist aber wirklich von Hersteller zu Hersteller verschieden. Also da kann man jetzt keine allgemeine Ding geben. Der gute Mann wollte es auf jeden Fall kleben. Alles andere war ihm nicht möglich oder war ihm unsympathisch. Und da habe ich dann halt einfach vorgeschlagen, entweder einen Kontaktkleber, der allerdings weniger spaltüberbrückend ist, als ein Zwei-Komponenten-Kleber, der dünn eingestellt ist, also einen etwas flüssigeren, mit einer Spritze zwischen den Schlauch und diese Ausformung der Hülse reingespritzt wird und dann entsprechend abbindet. Weil das Problem ist halt hier bei dem Staubsauger auch das Problem, es wird ja gern mal am Schlauch die ganze Kiste hinter einem hergezogen, also der ganze Staubsauger, und es sind ja auch ein paar Kilogramm, und da muss es entsprechend belastbar sein. Also deswegen bin ich dafür eine mechanisch vernünftige Verbindung. Nur so ein dünner Polyamidkleber, der vielleicht nur auf dem, das ist ja auch eine Gummiart, der Schlauch, das ist ja auch irgendwie was Gummiertes, was Weiches, der dann da drauf auf den Rippen sitzt, die aus Metall da sind, diese Schläuche, das wird nicht ordentlich halten. Also wie gesagt, durch einen Zwei-Komponenten-Kleber kriege ich da eine gewisse Formung hin, die den Schlauch in idealer Weise umformt und dann das Kleben. An den Klaus, ja, es gibt Kleber, das sind Polyurethankleber, die hätte man da auch verwenden können. Ich kann aber nicht, also ich, man könnte es probieren, ich weiß aber nicht, wie gut oder wie lange der Polyurethan an dem Polyamid hält. Da weiß ich nicht genau, wie lange das hält. Die kleben extrem. Auf der anderen Seite, meine Erfahrung mit PU-Klebern, sind die schäumen raus, und da muss man extrem vorsichtig arbeiten. Sonst hat man eine Riesensauerei. Also man muss die Klebestelle, so einen Schlauch, dann abkleben, damit da nichts auf diese Hülse läuft und so weiter. Und ich habe ihm geraten, weil das auch viel einfacher zu bekommen ist, ein 2K-Kleber, der mit in einer Tube dann einfach mit einer Spritze dann einfach in den kleinen Spalter reingedrückt werden kann. Also wie gesagt, das ist das zweite Beispiel. Und dann hatte ich noch was, das war auch ein leichtes Extrem, ein Kfz-Stoßfänger. Ihr kennt die Plastikschürzen alle, die vorne und hinten am Auto sind. Ist gerissen, wohl ein Oldtimer-Fahrzeug, aber schon aus Kunststoff. Er wollte das auf Stoß kleben, ohne dass es eine Verstärkung gibt. Und ich sehe den Matthias Brüggemann schon den Kopf schütteln heftig und das Gesicht verziehen. Also das heißt, er ist vielleicht 3 bis 4 Millimeter dick, dieser Stoßfänger, der Kunststoff. Wenn es ein Oldtimer ist, fährt er auf der Autobahn 130, habe ich große Schmerzen mit. Also
Das ist ein Ding, wo ich sagen muss, die letzte Frage hier, wie kritisch ist es, wenn meine Klebung versagt? Fliegen da Teile vom Stoßfänger dann durch die Luft? Fliegen die jemand anders in die Frontscheibe oder sonst irgendwas? Also da habe ich dem Mann abgeraten davon. Er wollte halt keinen neuen kaufen oder so einen nachgebauten. Er wollte das Fahrzeug original belassen, aber man sollte die Klebung nicht sehen. Und da ist eigentlich mein Vorschlag dann immer zu sagen, jawohl, man legt innen ein Gitter auf, also eine Glasfasermatte oder irgendwas und verspachtelt die ordentlich. Ja, genau, das ist die nächste Frage. Good Vibrations, ja. Also wie gesagt, da habe ich dem Mann komplett vom Kleben abgeraten. Wenn er das nicht haben will, dann muss er das irgendwie auf eine andere Art und Weise lösen, das Problem. Aber nur auf Kante kleben geht da nicht. Das ist einfach viel zu heikel, die ganze Sache. Also wie gesagt, jetzt habe ich euch drei Beispiele gegeben für die Sache, für diese Klebesituationen, wie man die beurteilt, dass man die einschätzen kann und einfach mal sich Gedanken darüber macht. Weil wenn man diese Fragen beantwortet, macht man sich automatisch ja schon Gedanken darüber, wie ich das kleben will, was ich für Möglichkeiten habe und so weiter. Also wie gesagt, ja, zu der TÜV-Frage noch vom Klaus. Ja, ich nehme an, der wollte das so kleben, dass man es überhaupt nicht sieht, oder wollte es so geklebt haben, dass man es überhaupt nicht sieht, dass der TÜV da gar nicht erst draufkommt. Aber es muss man eigentlich nicht drüber nachdenken. Ist unmöglich oder unrealistisch, das Ganze vernünftig mit so einer dünnen kleinen Klebung zu machen. Also. Gut, das war das. Sind dazu noch Fragen? Ich würde mich mal ganz kurz stumm schalten, weil ich mal einen Schluck Tee brauche. Keine Fragen? Na gut. Okay. Dann fangen wir mit den Klebstoffarten an. Da habe ich als erstes stehen die Kontaktklebstoffe. Kennt ihr alle, ganz berühmt. Irgendjemand hat es oben auch schon gesagt, genannt für irgendeine Klebeaufgabe, Pattex. Also Pattex ist das berühmteste und älteste Beispiel, das ich kenne. Mein Opa hat schon mit Pattex geklebt. Ich habe mal da drei, das sind alles gut gebrauchte Pattex-Tuben, Kontaktklebstoffe. Das heißt, ein Kontaktklebstoff muss auf beide Klebeflächen Lego hatten wir beim letzten Mal schon. Das sind ABS-Klebe, sind ABS-Kunststoffe. Lebensmittelecht, ja. Lebensmittel, also alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, klebe ich im Repair-Café überhaupt nicht. Wie gesagt, da ist mir die Haftung ein bisschen zu Joker. Da weiß man nie, was die Leute noch machen und was sie da noch reinkippen. Also wie gesagt, Lebensmittel echt klebe ich. Was Lebensmittel echt kleben soll, mache ich nicht. Legos kann man kleben, aber das hatten wir im letzten schon. Das muss ich nicht nochmal besprechen jetzt. Da bitte ich euch oder verweise ich euch auf die Videoaufzeichnung vom letzten Mal. Aber wie gesagt, die Kontaktklebstoffe sind wir, da sind wir jetzt. Man muss beide Klebstellen mit dem Klebstoff einreiben, einschmieren, den Klebstoff nach Anweisung ablüften lassen. Und der Trick dabei ist, oder bei den meisten ist es so, die initiale Pressung, die ergibt dann nachher die Klebekraft. Das steht aber drauf. Es gibt einige wenige Kleber, wo man Langzeit pressen muss bei den Kontaktklebstoffen. Aber die meisten Kleber wollen einmal in den ersten paar Sekunden eine feste Pressung haben und das ergibt dann die Klebekraft, die hohe.
Man kann es auch den Druck aufbauen, einfach durch ein paar Hammerschläge, wenn sich das Gerät eignet. Wenn es Kunststoffteile sind, würde ich es nicht machen. Oder, aber wenn ein Holz oder irgendwas geklebt werden muss, dann kann man schön mit dem Hammer ein paar Schläge draufgeben. Man kann auch mal kurz mit der Schraubzwinge einfach das Ganze festdrücken, aber man braucht es nicht lange zu machen. Minute drauf, wieder runter und dann ist die Klebekraft da. Die Festigkeit ist wirklich abhängig von dem richtigen Andrücken und von der Ablüftezeit. Und da muss man sich wirklich an den einzelnen Klebern orientieren. Da muss man wirklich die Gebrauchsanleitung durchlesen. Also da kann man nicht sagen, jawohl, auch ich habe schon mal sowas gemacht, ich mache es wieder und habe einen ganz anderen Kleber. Guckt euch da die Bedienungsanleitung an. Steht drauf, irgendwo auf dem Karton oder auf der Tube, wie lange ablüften, wie lange andrücken. Und das muss man dann machen. Die Gesamtfestigkeit ist ziemlich gut eigentlich von solchen Klebungen. Es ist bedingt spaltfüllend, bedingt, sage ich ausdrücklich. Es ist nicht unbedingt für größere Spalten geeignet, aber für kleinere, so ich sag mal bis 2 mm, irgendwie so kann man es verwenden, aber es sollte nicht die ganze Klebefuge 2 mm Luft haben, weil dann habe ich auch keine Verbindung. Ja, was gut ist, also bei den Patex zum Beispiel, die kennt ihr ja alle oder die meisten von den Patex-Klebern bleiben flexibel etwas. Deswegen, ich. Erste Klebeerfahrung bei meinem Opa, der hat immer die Schuhsohlen damit angeklebt. Ja, also das ist mit diesen Kontaktklebstoffen lässt sich das wunderbar machen. Die meisten anderen Kleber, die wir bisher besprochen hatten, härten ja richtig aus. Und die sind da für solche Sachen also sehr geeignet, denn dieser Klebstoff Was ist mit Mengen gemeint, Bernd aus Waldenbuch? Was meinst du mit, welche Mengen sind dazu einzuhalten? Wenig oder viel? Also den Klebstoff so auftragen, dass er die ganze Fläche benetzt? Ich meine, ich kann auf so eine Fläche kann ich eine ganze Tube drücken oder die halbiert, aber das ist viel zu viel. Also ich sag mal 1 mm Dicke etwa. Aber es ist schwer, Patex auf 1 mm genau einzurühren. Ja, nee, je dünner, desto besser, würde ich auch nicht sagen. Also es sollte eine vernünftige Benetzung da sein. Und wie gesagt, Richtlinie würde ich bei Patex jetzt zum Beispiel sagen, etwa 1 mm. Andere, also auf jeder Seite. Und dann ist es auch etwas spaltüber. Zahnspachtel ist eine prima Idee oder macht euch einfach aus einer alten Kreditkarte oder irgendwas, wenn die Frau die Kreditkarte leer gemacht hat, könnt ihr sie ja nehmen, macht ihr euch einen kleinen Spachtel und zieht damit den Kleber auf die Fläche. Ja, der Matthias Brüggemann zeigt gerade seine Leere. Ist die leer? Hat die Frau leer gemacht, ja. Der Matthias Brüggemann zeigt gerade seine Kreditkarte. Ja. Also wie gesagt, mit irgendwas verstreichen den Kleber auf der Fläche. Was toll bei den Klebstoffen ist, man kann auch unregelmäßig geformte Klebestellen damit gut benetzen. Und die kann man dann allerdings nicht mit der Kreditkarte oder mit dem Zahnspachtel da verwenden. Das muss man sehen, wie man die drauf kriegt. Man kann es auch mit einem sehr steifen Pinsel kann man es auch auftragen. Aber da muss schon ziemlich, weil der Klebstoff relativ zäh ist, kann man den relativ schwer mit einem normalen Pinsel auftragen. Das müssen schon richtig harte Borsten sein. Dann kann man sehr gut auch unregelmäßig geformte Bruchstellen oder Klebestellen miteinander. Es gibt Alternativen zu Patex. Bitte ich euch mal zu googeln. Es gibt von verschiedenen Herstellern. Moment. Köbul Fütz gibt es eine Firma, die hat so Klebstoffe. Gibt es verschiedene. Also ich habe jetzt einfach in meiner Kiste die Patex rausgeholt. Alle anderen hatte ich nicht. Punkt kleben kann man auch, aber es kommt halt auf die Anwendung drauf an.
hilft mir das Punktkleben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, wie gesagt, eine Schuhsohle klebe oder irgendwas, was walkt, würde ich keine Punktklebung machen. Da kann wiederum einfach, wenn man läuft, kann da Schmutz dazwischen kommen und sowas. Und wenn ich das flächig verklebt habe, hilft das zum Beispiel an der Schuhsohle, dass es das hält. Ich kann es aber nicht ausschließen. Das ist wirklich, man muss die Klebefläche, die Klebesituation beurteilen, individuell. Es geht auch Punktkleben, aber wenn ich mit Pattex eine Punktklebung mache, ist die mindestens so groß wie ein Daumen. Oder sagen wir mal, so vom Schnitt her, so wie die Kappe dann. Also so 1,5, 2 Zentimeter Durchmesser, weil sich das ja dann drücken muss. Aber wenn du jetzt nur kleine Sachen zu kleben hast, geht das auch. Also das ist kein Problem. Gut. Also wie gesagt, die sind recht geeignet für bewegliche Klebungen. Da kommen wir aber nachher noch dazu, was wir dann haben. Ich räume die mal ab und schalte mich mal wieder ein. So, da bin ich wieder. Als nächster Punkt habe ich auf der Liste stehen. Wo habe ich die eigentlich? Das sind die Heißkleber. Die meisten von euch kennen die Heißkleber ja als Heißklebepistole. Ich habe jetzt zwar keine hier liegen, um die euch zu zeigen, aber die brauche ich euch auch nicht zu zeigen. Die hat jeder daheim oder die Frau hat die zum Basteln und sonst irgendwo. Also Heißklebepistolen, die sind die bekanntesten Heißkleber. Ich möchte aber vorher noch andere Heißkleber ansprechen. Da hatte ich ganz selten auch mal Fälle im Repair-Café. Und zwar sind das Heißkleber, die in der Schreinerei eingesetzt werden. Und das sind Haut-, Fisch- und Knochenleime. Hat mein Opa noch benutzt, hat die noch gekocht. Das sind meistens kriegst du die heute als kleine Pellets. Und dann musst du die in Wasser auflösen und dann aufkochen. War früher ein extrem verbreitetes Kleben, als es Ponal noch nicht gab, um das mal so zu sagen, haben alle Schreiner nur damit geklebt. Klingt erstmal übel, also Haut, Fisch und Knochenleim. Der teuerste und härteste Kleber wird aus den Blasen von Stören gemacht, von einer bestimmten Störart. Aber man kriegt die ohne Fisch drumherum. Sondern das sind einfach nur noch Pellets, die aufgekocht werden. Sind für Möbelreparaturen heute auch nicht mehr gebräuchlich. Wenn ihr aber ein Möbel bekommt im Repair-Café, wo ein Stuhl, der wackelt, der mit diesen Heißleimen geklebt ist, kann euch nichts Besseres passieren. Dann könnt ihr ganz vorsichtig mit dem Föhn dran gehen. Mit dem Föhn, nicht mit der Luftpistole. Mit einem Föhn. Das langsam anwärmen, also der Föhn ist das Ding, mit dem ich die Haare trocken kriege und nicht weg. Also mit dem Heißluftföhn kann ich die Haare ja abbrennen, mit dem Föhn kann ich sie trocken machen. Damit könnt ihr die Klebestellen erwärmen und dann lösen sich diese Kleber wieder. Und das ist super bei alten Möbeln. Da könnt ihr die nämlich ganz einfach zerlegen. Und wenn ihr es dann wieder klebt, und dann klebt es ja üblicherweise mit Ponal oder ähnlichem Holzleim, so einem PVAC, und da müsst ihr vorher aber diese Heißklebeleime, die alten, die müsst ihr rauskratzen aus den Löchern und von den Zapfen und was da so ist und müsst die dann wegmachen. Ich benutze selber auch noch von diesen Leimen. Allerdings gibt es die auch mittlerweile als Nicht-Heißleime flüssig. Sind aber sehr teuer und sehr, sehr kurz haltbar. Also Haltbarkeit unter einem halben Jahr. Dann kann ich das wegschmeißen. Und es ist teuer. Also da kostet so eine Tube wie hier oder von der Menge her, wie der Pattex, von der Tube her, ja, so um die 40 Euro. Also ich verwende, und jetzt verrate ich euch noch, für was ich das verwende. Ich mache damit Intarsien. Also ich schneide aber die Intarsien nicht selber. Ich schneide die schon selber, aber nicht mehr mit Messer oder sowas, sondern ich habe eine Laserschneidanlage. Da geht das viel schneller.
Aber kleben tue ich die noch auf die herkömmliche Weise und bastel mir da Intarsien und ähnliches. Und die werden mit diesem Leim geklebt und dann nachher mit Shellack eben poliert. Gut, wie erkenne ich diesen alten Heißkleber? Ja, meist bräunlich gelblich. Es gibt aber auch PVAC-Kleber, also Pornalverwandte, die gelb werden können. Klebestellen vorwärmen, ja, kann ich auch machen. Das hat der Friedrich geschrieben. Hilft bei solchen Klebern auch. Wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, was ihr machen wollt. Aber die wenigsten von euch werden mit anfangen oder werden große Möbel im Repair-Café haben zum Reparieren. Ja, spröde sind die auch manchmal. Die platzen dann so ein bisschen ab, wenn man mit dem Fingernagel drüber kratzt. Das kann schon, das ist dann oftmals so ein Heißkleber. Und wie gesagt, wenn ihr ein bisschen mit einem normalen Föhn, den ihr vorher einem anderen Kunden abgenommen habt, der den repariert haben wollte, da die Klebestelle warm macht, dann merkt ihr schon, dann könnt ihr an dem Stuhl wackeln und dann wird es besser. Ich habe es auch sogar schon geschafft, den Kleber zu erwärmen und der hat dann wieder neu geklebt. Also das funktioniert auch manchmal. Also das sind diese Exoten unter den Heißklebern, mittlerweile Exoten. Früher, mein Opa kannte nichts anderes. Bei dem stand auch immer in der Werkstatt ein Leimtopf. Und der stand auf dem Ofen und wenn er den Ofen angeschürt hat, hat er noch eine halbe Stunde gewartet und dann hat er geklebt. Gut, jetzt kommen wir noch zu den Heißklebepistolen. Die meisten von euch haben schon damit geklebt und das Tolle sind immer die Fäden, die dann hinten rausgehen. Da gibt es auch verschiedene Tricks, wie man die Fäden vermeiden kann, aber es ist schon umständlich. Den meisten wird das schon passiert sein, dass die Klebestelle irgendwann, wenn die kalt war, wieder abgeplatzt ist. Deswegen halte ich solche Heißkleber nur bedingt für reparaturtauglich. Also wenn ich an einem Plastikgehäuse, das irgendein Loch hat, von einem Elektrogerät oder sowas, geht das gar nicht. Also nach meiner Ansicht. Ich versuche die Leute vor Schaden zu bewahren. Und also mit Heißkleber, jeder kann das nehmen. Heißkleber sind wunderbare Hilfsmittel, wenn ich irgendwas fixieren muss. Und damit der andere Kleber, den ich noch zusätzlich drauf mache, wenn der abbinden muss, dann sind Heißkleber genial. Ja? Aber für eine dauerhafte Reparaturlösung halte ich sie nur für bedingt geeignet. Es gibt auch Sachen, wo ich den einsetze, also wenn ich irgendwo mal einen Aufbau mache und ich muss eine Platine in meinen Aufbauten, das sind dann immer aber Niedervoltplatinen, irgendwo mal befestigen oder fixieren in einem Gehäuse, dann mache ich das, aber verratet mich nicht. Ja, also dann kann man das nehmen oder man kann damit eine Mutter festkleben mal auf irgendwas, das sind dann wenige Gramm, die dann da festgemacht werden. Oder ich habe auch schon mal einen Kabelstrang damit fixiert in einem Gehäuse. Solche Sachen, das geht. Das sind keine sicherheitskritischen Anwendungen und da kann ich das nehmen. Aber ansonsten auch bei dynamischen Teilen, also das angesprochene Lüfterrad mit Heißkleber kleben, ist auch eine sehr, sehr kritische Sache. Das würde ich auch nicht machen. Für die Heimwerker unter euch, wenn ihr irgendwie einen Altbau habt, so eine alte Hütte oder so, wo ihr öfter mal was reparieren müsst, funktioniert es wunderbar, die Dübel damit zu setzen. Einen halben Heißklebestab in das Bohrloch, das schon ausgebrochen ist, wo du einen 12er Dübel reinsetzen musst, dann hast du nur einen 6er, da kannst du wunderbar den Dübel mit reinladen. Also das hält dann auch prima. Das läuft prima dann hinten rein und das ist eine gute Sache. Also wie gesagt, damit kann man die Bohrlöcher von bröckelnden Wänden wunderbar nutzen noch. So als Ding. Gut, einen Moment. Jetzt brauche ich wieder eine. Ich schalte mich mal kurz. Du hast dein Mikro noch aus. Da bin ich wieder. So, habe ich mir einfach mal ein Holzleim hingelegt. Ich lasse es einfach oder so unten drunter liegen. So,
könnt ihr sehen. Also geht es um die PVACs. Polyvinylacetat, das C steht für das Zitat. Das ist was auch ein Kleber, der manchmal im Repair-Café vorkommt. Ihr kennt ja, also dieses, es gibt, das ist jetzt Bindan, es gibt noch andere. Pronal hatte ich schon erwähnt, ich weiß nicht, wen es noch alles gibt. Also da gibt es eine breite Menge im Baumarkt. Achso, ich wollte ja noch auf die Heißklebesache eingehen, an der Solarzelle. Super, prima, hast du gut geklebt, Klaus. Aber wie gesagt, das ist auch was, was bei dir zu Hause ist. Ich würde, wie gesagt, Heißklebungen nicht als Reparatur mit nach draußen geben, anderen Leuten. Es ist eine Geschmackssache, es ist eine Frage, wie gut oder wie großes Vertrauen ihr daran habt. Ich habe begrenztes Vertrauen, aber das müsst ihr immer selber wissen. Also wie gesagt, ist toll, wenn das noch hält. Der Kleber ist ja auch an sich, man kann ja diese Stäbe auch biegen, das heißt, er ist bedingt flexibel. Insofern ist er auch für Temperaturen mechanisch noch ein klein bisschen belastbar. Die Frage ist halt, wenn du es gut geklebt hast, hast du es in irgendeiner Form vielleicht sogar formschlüssig gemacht. Das heißt, dass du irgendwelche Hinterschneidungen noch mit dem Kleber erwischt hast, dass du da Hinterschneidungen mit dem Kleber reingebracht hast, dann kann der Heißkleber auch sehr, sehr lange halten. Ja. Wenn du so einen Heißkleber jetzt wahrscheinlich ich denke jetzt hier an meinen Balkon, an Balkongeländer aus Metall, das verzinkt ist, drauf machst, und da was festkleben willst, dann wird es wahrscheinlich nicht lange halten. Also der Matthias Brüggemann als Klebefachmann sagt da auch eher nein. Ja, er schüttelt auch den Kopf. Also das, wie gesagt, das kommt auch immer auf die mechanische Belastung dann an, die an der Klebestelle anliegt, durch die verschiedenen Temperaturen. Also wie dehnt sich das Metall unter dem oder der Werkstoff unter der Klebestelle aus? Aber hat er einen anderen Temperaturkoeffizienten als der Klebstoff und wie arbeitet er? Also positive Beispiele sind immer gut. Also insofern danke dafür, für den Tipp. Okay, wir sind beim PVAC-Kleber. Im Repair-Café kommen die vor, wenn wir irgendwas an Möbel haben. Ein Schaukelpferd, ein Stuhl oder ein Hocker oder so irgendwas. Größere Möbel sind bei mir persönlich im Repair-Café noch nicht vorgekommen. Und da sind die eigentlich recht einfach zu verarbeiten. Die Bruchstelle oder die Stelle erstmal nach meiner Klebesituation da einschätzen. Wenn das ein Stuhlbein ist, das lose gesteckt, das nur noch lose drinsteckt oder sowas rausziehen, die Klebestelle gut sauber machen, Schmirgelpapier, Pfeile, Kratzer, irgendwas, den alten Kleber raus. Und dann den Holzleim rein und das Ding wieder reingesteckt und Abbindezeit sind meistens 24 Stunden, bis sie belastbar sind. Also Offenzeit haben die zwischen 5 Minuten und 30 Minuten, Geschlossenzeit dann nochmal eine Viertelstunde länger oder eine halbe Stunde und Endfestigkeit haben die dann etwa nach ungefähr ja, 24 Stunden. Das ist auch wieder von Kleber zu Kleber unterschiedlich. Das steht dann aber hinten auf der Rückseite meistens drauf. Frostfrei lagern ist, versteht sich von selbst, also nicht in dem Kühlschrank. Und es kann sein, dass die Dinger auch, wenn ihr so eine Flasche habt, die ihr noch irgendwo hinten im Schrank findet, testet erstmal, ob der Kleber noch geht. Gut. Zu denen gibt es noch eine Information, wenn einer von euch, eine Schraubzwinge ist gut, wenn man die noch fixieren kann. Das ist ein Express, der geht ein bisschen schneller. Ich schaue gerade mal. Der ist auch für Kinderspielzeug geeignet. Der will nach 2 Minuten zusammengepresst sein. Also insofern muss man mit dem Express etwas schneller arbeiten. Ich habe sonst immer die Literflaschen von Pronal oder von dem, oh, wie heißt die andere Firma, ich weiß es nicht. Die sind alle, ne, bei meinen Schreinerarbeiten sind die alle ungefähr eine Stunde offen insgesamt. Also, naja, die letzte halbe Stunde ist Geschlossenzeit, das heißt, da muss man sie zusammenbringen.
Ja, also wenn ihr im Repair-Café empfiehlt es sich halt doch ein Kinderspielzeug geeigneten Kleber zu nehmen. Ja, pressende Leimfuge ist wichtig. Thomas schreibt dazu ja auch schon die Schraubzwinge. Also, oder wenn ihr einen Stuhl, wenn ihr ein Stuhlbein einleimt, dann setzt den Kunden 24 Stunden drauf. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, wenn man eine Anwendung kommt, wo es vielleicht ein bisschen wetterkritisch ist, ja, man kann den Express im Repair-Café verwenden, ist okay, also kann man nehmen. Kommt immer darauf an, wie das Repair-Café organisiert ist und alles. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber Express ist schon im Repair-Café eine gute Idee. Ich glaube, daher habe ich den auch, weil normalerweise habe ich so kleine Flaschen gar nicht. Also ist wahrscheinlich daher, dass ich den auch einmal im Repair-Café mit hatte, obwohl wir ihn dann doch nicht gebraucht haben. Es gibt noch eine Norm für die Wasserfestigkeit von den Klebern, das ist vielleicht auch ganz interessant. D1 und D2 haben dann Buchstaben, also die Buchstabenkombination D1 und D2. D1 und D2 sind nicht wasserfest, also der hier ist eigentlich nicht wasserfest, scheint aber, wenn der für Kinderspielzeug geeignet ist, speichelfest zu sein. Finde ich interessant. D3 und D4 sind die wasserfesten von den Holzleimen. Also wenn ihr, je höher die Zahl ist, desto wasserfester ist er. Wenn ihr gelegentlich irgendwie was draußen stehen habt, ein Möbel, das im Trockenen steht, das aber Tau oder Luftfeuchtigkeit abbekommen kann, nehmt ihr D3. Wenn es wirklich übel ist, D4. Und wenn es praktisch unter Wasser ist, also viel Regen oder sowas, dann nehmt ihr einen PU-Kleber. Gibt es auch speziell für Holz, sind ein bisschen schwieriger zu verarbeiten. Wie gesagt, die schäumen auf und quellen ein bisschen. Da muss man die Klebestelle sehen, dass man die sauber hält, dass das nach außen nicht so übel aussieht. Und wie gesagt, mit D3 und D4 habe ich so im normalen Bereich gute Erfahrungen. Ja, D1 und 2 sind nicht wasserfest, also nur im Innenbereich. Aber im Innenbereich kann halt auch mal ein Möbel irgendwo in der Sauna stehen oder so. Und da reicht D1 und D2 nicht aus in der Sauna. In der Sauna musst du echt D4 nehmen. Oder noch besser ein PU-Kleber, wenn du da was hast. Gut, das ist auch die perfekte Überleitung. Den PU-Kleber habe ich auch in meiner Werkstatt vergessen. Der steht da noch im Kleberschrank. Ich habe eine Werkstatt, eine Schreinerwerkstatt, die nicht durchgehend beheizt ist, weil ich so oft nicht da bin, und ich habe mir einen Wärmeschrank gebaut mit dem Arduino, einer 60 Watt Birne und ganz viel Styropor. Und auf der Styropor habe ich innen eine Thermazellplatten gestellt. Das ist also wie ein kleiner Tresor. Unten ist eine 60 Watt Birne drin. Der Arduino misst ständig die Temperatur im und außerhalb vom Schrank und hält meine Kleber schön bei etwa 12 Grad. Auch bei minus 7 Grad draußen. Funktioniert also ganz prima. Also Kleber nie, nie Frost aussetzen. Ist ein teurer Spaß. Also wenn du teure Kleber hast oder viele. Sorry, ich muss mich noch mal kurz ausklinken, akustisch. So, da bin ich wieder. Ja, der Klaus schreibt noch, wenn es größer, irgendwie mit Holzdübel, also mechanisch, jawohl, ist natürlich völlig klar. Wenn ich ein Holzbein, ein Stuhlbein habe, das irgendwie auch sich nicht richtig leimen lässt, dann kann man auch da braucht man aber schon ein bisschen mehr Ausrüstung, als die meisten Repair-Cafés haben. Und man kann einfach in das Stuhlbein, ich mache mal kurz eine Zeichnung. Ich habe hier das Stuhlbein, ich mache es mal ein bisschen konisch. Und hier habe ich das Loch in der Platte. Ist alles jetzt nicht maßstäblich. Ich kann hier einen Schlitz einsägen. Jetzt kommt der Schreiner wieder durch und kann einen kleinen Keil hier reinmachen.
Und dann muss ich irgendwie fixieren, hier wäre der Heißkleber gut aus der Pistole. Und dann kann ich der Stuhlbein einfach so in den Schlitz hier reinkloppen, dass sich das mechanisch noch ein bisschen auseinanderdrückt. Also übertrieben wird es dann so mit dem Keil hier drin. Ich mal es mal nebendran. Also es wird dann praktisch so. Da ist der Keil. Und damit habe ich noch einen mechanischen Schluss. Ja, Thomas, nochmal Kleber in der Garage ist manchmal eine schlechte Idee, außer dein Auto steht auch schön im Warmen. Ich habe einen Freund, der hat eine beheizte Garage, damit er morgens ins warme Auto steigen kann. Holzschrauben kann man auch nehmen. Festschrauben, klar. Wenn ihr irgendeine mechanische Verbindung machen könnt, ist das immer auch noch eine zusätzliche Hilfe und eine zusätzliche Verstärkung. Also ist eine prima Sache. PU in kleinen Mengen bin ich überfragt. Also ich habe immer diese, ich glaube 0,7 sind das oder so, oder knapp ein Liter, sowas in der Art, diese Flaschen. Da müssten wir einfach mal googeln, ob es PU in kleinen Mengen gibt. Ja, okay. Also die PU-Kleber, Polyurethan, reagieren fast so ein bisschen wie die Montageschäume. Ähnlich. Also die quellen auch auf. Das Tolle ist, sie sind wasserfest. Sie gibt für fast alle Klebstoffe sind die zu gebrauchen. Da muss ich jetzt mal den Matthias Brüggemann fragen, für Styropor funktioniert das? Also er hält eine Tube in die Luft, aber für Styropor meint er, hält das, ne? Funktioniert es nicht. Also wie gesagt, für fast alle festen Werkstoffe. Die sind spaltfüllend. Die sind nicht spaltüberbrückend, aber spaltfüllend sind sie. Also einen kleinen Spalt bis, sagen wir mal, so ein unter Millimeter funktioniert das. Da kleben die noch. So geben es auch die Hersteller an. Die Dinge haben eine hohe Endhärte und ich habe eine kurze Geschlossenzeit, also kurze Presszeit. Die muss ich nur kurz anpressen und dann sind die recht gut. Ich habe meine Pergola, weil ich einen Balken mal falsch geschnitten habe. Ich hatte mich vermessen oder der Garten ist gewachsen. Ich habe meine Pergola-Pfosten oben ein bisschen ankleben müssen. Und da hat der PU-Kleber wunderbar seine Dienste getan und tut es auch noch. Wie gesagt, Peter, ob es da Kleinmengen gibt, weiß ich nicht. Ich schätze mal, die kleinste Portion wird ein halber Liter sein oder sowas in der Flasche, was der normale Mensch kaufen kann. Ich weiß nicht die Preise genau, aber ich schätze mal dann so um die 15 Euro. Aber ich kann es, das ist völlig unverbindlich. Da müsst ihr mal googeln. Also da könnt ihr mal nachschauen, was es da gibt. Okay. So, dann haben wir als nächstes hier die UV-Kleber. Die sind seit ein paar Jahren für den Normalbürger auch zu bekommen, vorher nur vom Zahnarzt. Ich mache mich mal wieder ins Bild, damit ihr seht, dass ich noch da bin. Die UV-Kleber, die sind relativ für den Privatmann, ich weiß nicht, seit 5, 6 Jahren kann man die kriegen. Die Preise sind jetzt rapid gefallen in den letzten paar Jahren. Also ich hole mal ein Fläschchen. Moment. Das ist so eine Flasche. Die kostet im China-Versand um die 2 Euro, inklusive Versand. Also das sind 10, 20 Milliliter etwa und damit kann man dann kleben. Es gibt es auch von deutschen Herstellern, Uhu hat die, Patex hat glaube ich auch sowas. Und da ist dann immer ein Stift dabei mit einer UV-Lampe. Da ist eine mickrige LED drin. Das ist... Ja, das ist eine kleine mickrige UV, sie werden als UV-Lampen verkauft, das ist Blaulicht, ja. Aushärtezeit mit dem Licht, mehrere Tage. Nein, das war ein Witz, aber es hat null Effekt, es ist dann effektiver, wenn ihr die Klebestelle starkem Sonnenlicht aussetzt. Da ist ein höherer UV-Anteil dran als die Kleber, die. Als die Lampe, die ihr habt. Ich habe mir für kalte Wintertage, wo es schon dunkel ist und nicht noch eine Klebung zu machen, habe eine
Lampe gebaut, weil ich dann doch öfter mit dem Zeug klebe. Und zwar habe ich mir hier, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Oh, das ist ganz schlecht. Ich halte es in die andere Kamera. Moment. Einfach zu groß. Ich habe mir eine Haube zum Kleben gebaut. Man kann auch einfach einen Karton nehmen. Ich habe die Luxusversion. Ich habe mir was gelasert. Und innen drin habe ich mir, ich glaube, es sind 72, ihr könnt nochmal nachzählen, LEDs reingebaut. Das ganze Ding ist mit Chromlack innen auslackiert, damit die Reflexion auch entsprechend hoch ist. Und hier seht ihr innen drin, seht ihr noch den Stecker fürs Netzteil. Ich betreibe das einfach an meinem Labornetzteil, denn wenn ich was klebe, löte ich nicht. Und nebendran ist noch ein Ausschalter, den kann man hier auch nochmal sehen. Also hier ist der Schalter, ne, da ist der Schalter, da ist der Stecker für die für das Netzteil, für den Strom rein. Materialkosten für das Ding mit Holz und Lack unter 20 Euro. Also die LEDs, die kosten auch fast nichts. Wer löten kann, kann sich sowas selber zusammenbauen. Das ist recht praktisch. Bei mir härtet es dann innerhalb von wenigen Minuten aus. Also ich habe Glasklebung und sonst irgendwas mache ich damit. Das funktioniert ganz gut. Die werden unter UV-LEDs verkauft. Die haben einen relativ hohen UV-Anteil, aber es stimmt, wer das gesagt hat, ist der Thomas hat es gesagt. Es ist ein Blauanteil dabei. Also die sind nicht völlig unsichtbar. Normalerweise wäre UV-Licht relativ unsichtbar. Es gibt, ja, die Schwarzlichtlampe funktioniert auch. Wunderbar, 120 Watt, Riesenklopper. Ja, damit kannst du auch aushärten. Da musst du nur aufpassen, dass du die Tube, dass du die Flasche vorher zumachst, sonst geht es in die Flasche rein, so hell ist es dann. Nein. Wie gesagt, alles, was UV-Licht ist und was über eine UV, eine einzelne LED rausgeht, ist besser als dieses eine Lämpchen da. Also ich habe das mal gesehen. Funktioniert nicht, ja, dauert Stunden, hat ein Kollege mit dem Repair-Café. Also es ist dann effektiver, das wirklich bei Tageslicht rauszulegen. Da ist der UV-Anteil höher. Ja. Ja, das sind spezielle Filter, die die Zahnärzte haben. Das sind wirklich UV-Filter. Also das sind relativ teure Gläser, diese Lampen. Aber wenn du da einem Zahnarzt eine abschwatzen kannst, ist das super. Aber wie gesagt, ist relativ teuer, Herr. Ja. Mhm. Also wie gesagt, das zu den UV-Klebern, zu meinem Selbstbau mit der Ding. Also die Dinger müssen dunkel gelagert werden, die sind auch nur bedingt lagerfähig. Deswegen ist das auch eine schwarze Flasche. Damit da nichts durchgeht, transparente Flasche wäre da lustig. Da hätten die ein Riesengeschäft. Die sind wie so ein Superkleber, so flüssig sind die. Die Superkleber, die gibt es ja auch in dünnflüssig und mittelflüssig. Ich würde sagen, die liegen irgendwo so dazwischen. Die laufen auch schön rein und dann kann man sie gut dosieren. Die Tube, ich mache sie mal auf. Die hat auch eine Spitze einfach vorne. Wo sind wir? Die hat eine Spitze vorne. Also die Anwendung ist relativ simpel. Der Gag ist halt nur, ich muss den zum Aushärten dem Licht aussetzen. Das Problem ist, bei diesen Klebern, wenn ich damit Sachen kleben will, die nicht lichtdurchlässig sind, härten die nicht aus. Oder die härten irgendwann schon mal aus. Das ist dann aber mehr ein Eintrocknen. Weil die härten natürlich nur da aus, wo das UV-Licht hinkommt. Wenn das nicht hinkommt, funktioniert es nicht. Ja. Ja, 3 mm, es kommt halt immer auf die Klebesituation an. Ja. Also wenn ich einen ganz engen Spalt habe, wo, was weiß ich, zwei schwarze Teile, Glas kann man wunderbar kleben, Keramik ist es wieder schon das Problem, ist es durchsichtig oder nicht. Also die Keramikglasur ist ja teilweise durchsichtig, aber das Porzellan selber oder die Keramik ist nicht lichtdurchlässig. Das heißt,
Das, was ich von außen nicht mehr richtig sehen kann, wird auch nicht aushärten auf die Schnelle. Also es ist sehr gut zum Verkleben von Glas, keine Frage, Glasscheiben, ein Aquarium oder irgendein Glasbehälter oder eine schicke Designvase, die ich aus Glasteilen zusammenklebe, funktionieren wunderbar. Oder wenn ich so eine Art, wie heißt das, so bunte Glasscheiben zusammenbauen will oder sowas und die klebe ich auf eine weiße Trägerplatte, ist sehr gut. Hitzebeständig ist das eher nicht. Der Kleber wird auch relativ hart, also das funktioniert. Aber die haben nur auch nur begrenzt, also die Klebung hat wie alle Kleber, irgendwann geben die den Geist auf. So wie der, wie ich vorhin gesagt habe, der Kleber beim Stuhl, der Heißkleber aus Fischleim oder ähnlichem, der gibt den Geist auf nach einer gewissen Zeit. Und diese Kleber, das ist halt die Frage, wann die spröde werden, wann die alt werden. Also die altern auch, wie jeder Kleber, nicht nur die Kleber altern, auch wir altern. Kunststoff kann ich auch damit kleben, verschiedene. Glaskeramik am flachen E-Herd. Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Glaskeramik-Kochplatten, wenn die gebrochen sind, würde ich sie austauschen. Durch die Hitze kann es da weitere an dem Riss weitere Absplitterungen geben. Ganz ehrlich, Ebi, das möchte ich nicht kleben. Ja, und die Hitze, die bei einer Herdplatte entsteht, 200, 250 Grad oder mehr, halten die Kleber nicht aus. Das ist ganz klar. Plastik kann ich kleben. Am besten ist es natürlich, wenn es in irgendeiner Form transparent ist. Ich habe damit auch schon Plexiglas geklebt. Allerdings verwende ich für Plexiglas lieber den Originalkleber. Also ich arbeite sehr viel mit Plexiglas, weil ich Plexiglas wunderbar schneiden kann mit meiner Laseranlage. Und da macht man sehr viel dann auf einmal mit sowas. Und die kann man dann auch damit, wenn man es schnell mal fixieren will, kann man es mit dem UV-Kleber kleben. Ansonsten nehme ich bei Plexiglas den Agrifix, der ist von Röhm, von dem Hersteller von Plexiglas und der klebt in meinen Augen am allerbesten. Also das sind jetzt 5 Jahre Erfahrung mit mehreren 100 Klebestellen. Also wie gesagt, Glas-Keramik-Kochplatte, neue Platte. Klaus, du meinst auch eine Glaskeramik-Kochplatte dann wahrscheinlich. Also, das würde ich nicht kleben. Das ist zu gefährlich. Hitzebeständig? Ja, nein. Wenn da ein Sprung drin ist, weg damit. Muss man austauschen. Viel zu gefährlich, weil das Glas ist zwar amorph, das heißt, es dehnt sich weniger aus, aber es kann trotzdem zu Absplitterungen kommen und Ähnlichem. Und das kann, wenn es ungünstig läuft, mit einer hohen Wucht absplittern und kann dann wegfliegen. Und dann hast du das irgendwo in der Haut oder im schlimmsten Falle im Auge stecken, wenn du davor stehst. Es ist ein extremes Risiko. Also das würde ich nicht kleben. Hitzebeständig sind die Dinge auch nur bedingt. Ich sage ja, die meisten Kleber steigen bei 80 Grad oder davor aus. Wenn die mehr als 80 Grad aushalten, dann ist das schon ein Werbeargument für den Klebstoffhersteller. Dann macht er damit Werbung, dass die hitzebeständig sind. Ja, das ist das UV-Kleben. Habt ihr dazu noch Fragen? Ich klicke mich mal kurz aus und nehme wieder einen Schluck. Zeige ich euch nochmal die Platine. Hier kann man sie schön sehen. So, da bin ich wieder. 60, wer hat nachgezählt? Der Thomas, okay. Nee, ich komme auf 66, oder? Na, 60, ja, hast recht.
UUNFest 300 für die Hitze, ja. Das ist, ja, sowas gibt es da. Das sind spezielle Kleber dann, die halten dann auch wirklich die Hitze aus. Ja, bei Carglass, die machen schon sowas Ähnliches. Allerdings, denen ihre Mischung ist natürlich geheim. Ich weiß nicht genau, was sie da reintun. Die polieren es ja auch nachher nochmal. Ich würde es selber an der Autoscheibe auch nicht probieren. Okay. Am Zahn kann ich bei Tyson 80 Grad erreichen. Ja, deswegen kleben, ja. 80 Grad heißen Tee. Also das schaffe ich nicht. Mein Tee hier, der wird jetzt gerade noch so um die 40 Grad haben und den kann ich dann gerade so, ja, also 80 Grad schaffe ich nicht mit Tee, das geht nicht. Also da läuft der schreiend rum. Ja, es gibt noch andere, JB Weld, ja, das ist auch ein Kleber, ja. Also, es ist klar, dass bei Zähnen gerade die Zahnärzte ja extreme Kleber auch haben und die haben ja auch schon die guten Kleber. Aber wie gesagt, 80 Grad kann ich mir nicht vorstellen. Also das erreichst du am Zahn bestimmt nicht. Weil da, wie gesagt, in der Badewanne ist es ab 50 Grad zu heiß. Dann hängt, ja. Ja, die Zunge, ja, danach, nach 55 Grad verbrennt man sich die Zunge. Ja, der Hochtemperatursilikon und sowas, JB Weld. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch keine Klebeanwendung im Repair-Café direkt gehabt, wo ich guten Gewissens so etwas Hitzefestes kleben musste oder kann. Ja. Also das ist im Repair-Café. Was will ich an der Teekanne kleben, Thomas? Dann muss ich ja wieder rum nachfragen. Also sind die Kleber Lebensmittel echt? Henkel hält, ja gut, okay. Das kann man machen, ein Henkel. Aber ich hatte noch keine Teekanne in der Hinsicht im Repair-Café. Aber das ist ein guter Tipp, da kann ich sowas nehmen. Aber die Teekanne, ja, die kann 100 Grad heiß werden oder knapp darunter. Also insofern ist das okay. Also wie gesagt, da kann man dann einen hitzebeständigen Kleber nehmen. Das stimmt. Aber das ist auch der einzige Fall, den ich mir jetzt vorstellen kann. Also wenn die Tülle ab ist von der Teekanne oder sowas, würde ich die nicht mehr kleben, weil die Hitze ja, das heiße Wasser ja dann wiederum Stoffe aus dem Kleber aufnehmen kann, weil es ja direkter Kontakt ist. Also das wäre wieder so eine Extremanwendung wie die vom Emil, wo ich sage, das würde ich im Repair-Café so nicht machen. Oder ja. Gut, okay. Kommen wir zu den soweit noch Fragen? Meine? Gut. So, kommen wir zu den Spezialklebern. Leder ist ein Thema, was ich mir mal aufgeschrieben habe. Das hatten wir doch im Repair-Café schon öfter. Irgendwelche Taschen, Gurte, Riemen oder sonst irgendwas. Das kriegt man doch schon mal vorgelegt. Können Sie da was machen? Und da ist wiederum, verweise ich zurück auf den Kontaktkleber. Da kann man zum Beispiel gerade bei Taschen, wenn da irgendwie ein doppelt genähtes Leder auseinanderklafft oder sowas und es ja schwer zu nähen ist, da versagen auch die Nähkünste unserer Damen. Also eine Ledernähmaschine haben die nicht. Es gab aber hier mal ja ein Webseminar über Schuhe reparieren. Vielleicht war da was. Der hat ja auch eine sehr nette Nähmaschine gehabt, was ich gesehen habe. Da versagen die im normalen Repair-Café-Ausrüstung, um das zu nähen. Man kann es dann mit Hand nähen, mit Sachen, aber auch das hat das Repair-Café üblicherweise nicht da. Und da kann man dann mit einem Kontaktkleber kleben. Das Leder ist etwas flexibel und da kann man es machen. OP-Nadeln kann man nehmen, ja, aber hat das Repair-Café üblicherweise auch nicht da. Also unseres nicht. Wir machen auch keine Reparaturen an Menschen. Ja, aber wie gesagt,
da kommt einer rein und du hast es nicht da. Und dann nimmst du den Kleber und dann klebst es fest und dann ist der zufrieden und geht wieder raus. Und also das ist unsere Erfahrung im Repair-Café. Was wir, oder von so eine umgelegte Schlaufe, wo diese metallene Gürtelschlaufe drin ist. Das, was die Amerikaner der Bucket nennen. Die ist meistens durch ein umgeschlagenes Leder so dann so verklebt und da ist dann das Bucket drin. Und das kann man auch sehr gut kleben. Zwei Komponenten, Kontaktkleber, beide Seiten einschmieren, einmal festpressen, am besten mit der Schraubzwinge in dem Fall, weil es so eine kleine Fläche ist dann, und dann hält es auch wieder. Wenn es nicht hält, verliert er beim nächsten Mal die Hose. Dann, also wie gesagt, das ist Leder. Also da, auf jeden Fall würde ich bei Leder, egal welche Anwendung ihr habt, einen Kleber nehmen, der einigermaßen flexibel bleibt. Es gibt ja auch Sprühkleber, die man da verwenden kann. Die sind auch speziell für Leder. Auf Stoß würde ich das nicht kleben, aber wenn ich jetzt flächig irgendwas verkleben muss, ein Leder flicken auf einen Lederstuhl, weil der Kunde das so haben möchte oder so. Der bringt vielleicht ein Stück Leder mit und möchte das auf einen Stuhl, der aufgerissen ist, drauf haben. Dann kann man auch mit einem Kontaktkleber oder mit so einem Sprühkleber. Die sind ähnlich, die muss man auch ablüften lassen, diese Sprühkleber. Die sind ähnlich wie die Kontaktkleber, in dem Fall auch Patex, ja, wie der Thomas sagt. Und dann kann man da sehr schön auch Leder mitkleben. Falls ihr so Kunstleder vorgelegt kriegt, das könnt ihr damit auch kleben, aber für Kunstleder gibt es spezielle Reparaturkits, also Sets, die ihr nehmen könnt. Da kann man die Kleber, die Leder mit einer Nadel, das ist ein komplettes Set, da ist eine Nadel, ein Faden dabei, da nähst du das so ein bisschen zusammen und dann schmierst du so eine Art flüssiges Kunstleder da drauf und dann kannst du sogar noch, ist meistens noch irgendwie ein Spatel oder was dabei, mit dem kann man die Struktur des Kunstleders sogar noch nachbilden. Man muss es nicht haben, aber wenn jemand daheim mal so einen Anwendungsfall hat, also das Repair-Café, würde ich das nicht empfehlen, sowas auf Lager zu legen, weil das Zeug hat auch eine gewisse Haltbarkeit und dann ist es kaputt und in der ganzen Zeit war niemand da und dann schmeißt es weg und zwei Wochen danach kommt er mit dem Fall ins Repair-Café. Also das muss nicht sein. Aber ich wollte nochmal die Möglichkeit ansprechen. Das flüssige Kunstleder, ich würde mal gucken, oder Kunstlederreparatur oder sowas, da findest du das im Internet. Da kannst du mal nachschauen, weil die Frage gerade aufkam. Ja, da gibt es auch einen speziellen Lederkleber, gibt es auch nochmal von der Firma Köwulfix. Ich halte es mal kurz in die andere Kamera, damit ihr den Namen seht und euch gegebenenfalls notieren könnt. Wo sind wir? Da. Es ist ein bisschen klein. Da steht. Moment, ich hebe es noch ein bisschen hoch, damit man es noch besser sieht. Köwulfix, also mit V. Gut, okay. Also. Da gibt es auch einen Lederkleber. Das ist auch ein Hersteller, der hat ein breites Angebot an Klebern. Wo der herkommt, weiß ich nicht. Der wird in sehr vielen, Nobelschreine-Versendern. Es gibt ja so Versender für den gemeinen Schreiner und dann für den Nobelschreiner, der einmal im Jahr irgendwas baut. Und da werden dann diese Kleber dann auch verkauft. Aber die haben ein breites Angebot an solchen verschiedenen Klebstoffen für spezielle Sachen. Wenn ihr mich nochmal erinnert, dann gehen wir jetzt erstmal zu Gummi, weil ganz viele Fragen kommen. Ja, da ist es doch. Der Klaus hat schon einen Link geschickt. Genau, und die Ina hat es auch geschrieben. Also, da haben wir es. Okay, das flüssige Kunstleder, bitte, da schaut mal nach. Sucht mal. Ich habe das vor Jahren mal gehabt, aber
Das war, wie gesagt, ein ganzes Set mit Nadeln, mit Faden, mit einem speziellen Faden und mit dieser Flüssigkeit und so einem Spatel. Da konntest du noch, wenn du künstlerisch begabt bist, die Struktur des Kunstleders ein bisschen nachbilden. Wenn wir jetzt bei Schuhen sind schon, dann machen wir jetzt Schuhe und erinnert mich bitte nachher nochmal dran, dass wir Glas, das ich jetzt hier in meinem Skript weiter vorne habe, nochmal dran nehmen. Bei Schuhen haben wir ja auch wieder die Klebesituation. Meistens geht die Gummisohle ab. Meistens ist es eine, oder ist oft eine Gummisohle und die löst sich dann vom Leder. Also ich habe zwei verschiedene Materialien. Oder in der Gummisohle ist ein Riss, den ich kleben möchte. Auch das ist möglich. Und da ist etwas, was die wenigsten wissen, schleift das Gummi an im Schmirgelpapier und schleift es sehr gut an. Gummi altert. Und es altert besonders, wenn Klebstoff drauf war, ist oder war. Und wenn die Klebestelle aufgegangen ist, dann war da ja schon mal Klebstoff drauf. Das heißt, schleift das Leder sehr, sehr gut an, weil das altert. Und besonders auch durch UV-Strahlen. Das heißt also, UV-Kleber ist da nicht angebracht. Wenn ich den Kleber, ja, beim Reifenflicken macht man es, beim Schuhverkleben macht es keiner. Und vor allen Dingen, ihr habt bei den Schuhen mehr als bei den Schläuchen, wenn du den Reifen flickst, habt ihr noch Dreck da drin irgendwie. Ja? Den bürstest du oberflächlich ab, aber das Leder ist ja meistens etwas porös strukturiert und dann hast du da noch feinen Dreck drin. Deswegen abschleifen, richtig gut sauber machen. Lieber zweimal. Und dann spart ihr euch dann das zweite Mal komplett verkleben. Es gibt da auch verschiedene Gummikleber, Spezialkleber. Man kann es auch mit dem berühmten Pattex, also mit dem Kontaktkleber machen. Das hat mein Opa immer so gemacht und ich mache es auch immer noch so, wenn mir jemand einen Schuh bringt. Das funktioniert noch hervorragend. Da hat sich nichts geändert. Man kann das Gummi auch wunderbar noch. Es gibt spezielle Gummivernetzer. Ähnlich wie bei den Superklebern, wir die Kleber haben für die schlimmen Kunststoffe, sage ich mal, die wir ja beim letzten Mal besprochen haben, also diese Primer, da können wir auch den Gummi damit vernetzen. Da gibt es aber einen speziellen Gummivernetzer und dann hält der Klebstoff noch besser da drauf. Muss man nicht machen, wenn ihr gut angeschliffen habt, klappt es auch so. Das mit den Vernetzern weiß ich auch erst seit ein paar Jahren, aber ich klebe schon seit zig Jahren Schuhe. Also, ich kann da nicht wirklich einen Unterschied feststellen. Ich mache es halt immer, weil damit ich ein gutes Gewissen habe. Aber Unterschied möchte ich jetzt nicht behaupten, dass ich einen finde. Bei Schuhen, bei Gummi, bei Leder würde ich auf jeden Fall einen Kleber nehmen, egal was, der nicht aushärtet, sondern der flexibel bleibt. Weil bei Gummi habe ich ja immer Belastung. Ich kann natürlich auch genau den Kleber für die Fahrradreifen nehmen, für die Schläuche. Das ist ein Gummikleber. Also den könnt ihr wunderbar dafür verwenden auch. Meistens hat man, sind die Flicken alle und die Tube ist noch halb voll oder so. Dann hebt die auf und dann könnt ihr das nehmen. Ja, das lässt sich wunderbar nehmen. Da braucht ihr nicht unbedingt, wenn ihr eine erste Klebung oder eine kleine Klebung habt, braucht ihr nicht unbedingt Spezialkleber zu kaufen. Das ist bei Gummikleben funktionieren auch Epoxy-Klebstoffe und Cyanacrylat. Auch da wieder beim Cyanacrylat wieder den Primer draufhauen. Aber die Kleber sind halt nicht so flexibel. Das heißt, ich kann einfach eine mechanische Lösung haben von dem Kleber. Und dann wäre das wiederum ein Problem, dass der Kleber hart bleibt. Also wenn ich jetzt ein Epoxy in 2K nehme, der ist bretthart und das Gummi bewegt sich davon weg und es wird sich irgendwann lösen. Ja. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr was Einfaches zu kleben habt, was keine mechanischen Belastungen aushalten muss. Ich habe mir auch schon Gummikleber selber gemacht, um meine Gummistiefel abzudichten. Geht ganz einfach. Gummireste, ein bisschen Waschbenzin und das Ganze auflösen. Und es braucht ein paar Tage, 2, 3, 4 Tage, bis der Gummianteil sich aufgelöst hat in dem Waschbenzin. Und dann kann ich das flächig auf die Gummistiefel streichen. Also ich hatte echt ein Loch von einem Nagel im Gummistiefel, allerdings nicht in der Sohle, sondern an der Seite.
und habe das Loch wieder geflickt damit. Sieht nicht so ganz toll aus, aber mit Gummistiefeln gehe ich nicht ins Theater oder ins Kino. Für die Arbeit reicht das allemal. Ist jetzt halt ein bisschen anderer Schwarz auf meinen Gummistiefeln, aber ich habe mir den Kleber angelöst, habe die Stelle, wie beim Fahrradflicken auch, ich hätte auch ein Fahrradflicken nehmen können, ich hätte beim Fahrrad, habe das angeschmirgelt und habe den Kleber dann drauf geschmiert, ein bisschen dicker, und nach 2, 3 Tagen war das dann auch richtig hart, dann ist diese Waschbenzin, hat sich wieder verflüchtigt und das Gummi war wieder Gummi, nur in einer anderen Form. Und hat auch ist eine Verbindung eingegangen mit dem Gummi, das am Gummistiefel war. Ich glaube, ich habe damals sogar noch ein bisschen das Gummi am Gummistiefel angelöst mit ein bisschen Waschbenzin, also konzentriert, 2, 3 Mal mit dem Pinsel drüber getippt. Und dann habe ich da eine formschlüssige und eine mechanisch einwandfreie Verbindung. Also jedenfalls sind sie wieder wasserdicht. Also das ist ganz gut. Ich hätte auch natürlich ein Fahrradflicken drauf machen können, aber ich wollte das mal ausprobieren mit dem Gummikleber selber machen. Ja, vulkanisieren, da wird das Gummi schwierig, das jetzt auszudrücken, wenn jemand eine Idee hat. Also das Gummi wird weniger klebrig gemacht, um es mal so zu sagen. Es wird haltbarer gemacht. Ja, das geschieht durch Hitze und Verkleben arbeitet mit Anlösen, wenn ich das jetzt richtig verstehe vom Thomas. Ja, ich löse das Gummi an, ja, und das ist keine Adhäsion. Ja, im Prinzip mache ich ja Gummi zu Gummi und das ist dann eine Kohäsion. Also das ist dasselbe Material, hat dann intern einen Zusammenhalt, weil ich ja da eigentlich keinen eigenen. Also insofern ist der Einwand richtig. Es ist keine Verklebung, sondern ich stelle Gummi her und klebe das auf. Wikipedia weiß es. Danke nach Detmold. ja, also normalerweise, ihr kriegt keinen unvulkanisierten Gummi in die Hände normalerweise. Denn diese Reifen und alles, das ist alles vulkanisiert. Das ist alles so gemacht, dass es dehnbar ist. Aber die genaue Definition bitte ich jetzt einfach mal. Da habt ihr mich an einem Punkt erwischt, wo ich völlig unvorbereitet bin. Aber auch das muss es geben. Gut, dann haben wir den Kleber auch durch, soweit von meiner Seite. Das war jetzt nochmal der Tipp mit dem Anlösen. Und dann müssen wir zurück in meinem Skript zum Glaskleber. Oder habt ihr noch Fragen dazwischen? Dann kann ich in der Zwischenzeit. Dann kann ich noch mal einen Tee nehmen. Ich hätte eine Frage und kann allerdings nicht tippen. Wie sieht es mit Quellschweißmittel bei PVC aus? Auch das ist eine Frage. Was meinst du jetzt mit den Quellschweißmitteln? Bitte klick dich einfach nochmal rein. Ja, die lösen auch das PVC etwas an und dann klebst du das auch zusammen, wenn das die Frage beantwortet, wie die das machen. Könnte man das auch für Kunstleder verwenden? Da bin ich überfragt. Das ist ein Ding. Ja, du meinst jetzt diese Quellschweißmittel, mit denen man auch zum Beispiel Folien verbindet und ähnliches. Ja. Also ich denke jetzt an Teichfolie. Da hatte ich den Klebefall schon mal. Bei Kunstleder glaube ich es nicht. Diese PV, weil Kunstleder könnte einen PVC-Anteil haben, bin mir nicht sicher. Könnte funktionieren, wäre ein Versuch wert, aber da kann ich dir nichts zu sagen. Also auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Das ist wieder so einer der Klebefälle, die mir noch nicht untergekommen sind. Aber das ist was ganz interessant ist. Da müsste man mal schauen.
wie das ist, ich kann dazu wirklich jetzt nichts sagen. Könnte PVC enthalten, Kunstleder, müsste man mal klären, aber das sind auf jeden Fall auch noch flexiblere Anteile mit drin. Ich weiß nicht, wie das geprägt wird, das Kunstleder. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich habe es bisher immer nur verarbeitet. Und ich kenne halt diese Kunstleder-Reparatursets. Ansonsten könnte man einen Flicken auch mit dem Kontaktkleber einfach aufkleben bei Kunstleder. Weil sonst hätte ich ja wieder Stoß auf Stoß. Und diese Sets, die setzen ja darauf, dass ich erstmal zum Beispiel einen Riss oder ein Loch vernähe. Und dann auf diese Naht diesen Kunstleder, dieses flüssige Kunstleder aufstreiche. Also das wäre eine Möglichkeit. Da müsste man dann, es kommt auch immer auf den Fall drauf an. Wenn da ein Loch ist, wo Material fehlt an dem Kunstleder in der Fläche, dann muss ich sowieso einen Flicken einsetzen und dann muss man gucken, wie man es macht. Quellkleber. Wenn du Kunstleder hast und hast von diesem PVC-Quellkleber, mach einen Test und schreib mir, was es ergibt. Ich nehme es dann auf in das nächste Skript. Ja, gut. Dann keine weiteren Fragen mehr zu den Gummi- und Lederklebungen. Ich sehe nichts hier im Ding. Gut, dann kommen wir zum Glas. Gläser kommen schon mal öfter im Repair-Café vor, besonders wenn es so Bleigläser sind oder sowas, wo die Oma das Glas kaputt gemacht hat und der Stiel abgebrochen ist oder sowas und das dann muss man dann kleben. Das ist ja schon mal von der Klebesituation ein relativ anspruchsvoller Punkt, weil wie fixiere ich das, bis die Aushärtung erfolgt? Also so ein Glas mit Stiel und wie klebe ich das überhaupt? Kleine Klebestelle, relativ großes Gewicht für die Klebestelle. Das kann man probieren, es ist nicht immer erfolgreich. Bei mir ist da die Quote auch wahrscheinlich um die 50%, also 50% Altglascontainer, 50% wieder in die Vitrine. Man kann es probieren man kann es mit Superkleber kleben. Es gibt spezielle Glaskleber. Die kann man nehmen oder das, was wir schon angesprochen haben, die UV-Kleber. Die sind vom Aushärten natürlich am besten. Die kann man im Repair-Café, wenn man so eine Lampe hat, die relativ stark ist, kann man die wunderbar nehmen im Repair-Café, weil sie dann weg sind. Ja, Bleiglas soll man nicht in Glascontainer tun, das weiß ich. Das war nur des Witzes wegen. Ich weiß nicht, ist das Sondermüll? Die Bleigläser, keine Ahnung, aber egal. Ist jetzt nicht unser Problem. Das Problem ist erstmal der Klebeversuch, der erste. Man kann sie wunderbar mit den UV-Lampen aushärten. Man muss halt irgendwie eine Konstruktion bauen, auch da vielleicht mit Heißkleber, damit das erstmal zusammenhält. Ja. Und damit kann man dann die Klebestelle mit dem UV-Kleber benetzen und dann aushärten. Und das würde ich sogar dann so habe ich es auch schon gemacht, in mehreren Schichten machen. Einfach, dass die Klebestelle, auch wenn es vielleicht nicht mehr so ganz so schön ist, dass die Klebestelle etwas dicker wird, einfach, dass es an der Stelle nicht nur stumpf zusammengesetzt wird, sondern dass ich dann einfach eine Verdickung habe an dem Glas. Ich male es mal kurz auf dem anderen Blatt. Moment, ich schalte mal um. Also wenn ich jetzt hier so einen Stiel habe und da ist der Bruch, dann würde ich den Bruch hier benetzen und ich würde versuchen, hier vorsichtig so rundum so eine Verdickung zu machen. Einfach um das Ganze, wenn da oben dieses große Glas dran ist und da ist der Fuß, dass ich da einfach ein bisschen mehr Halt habe. Und das dann, dafür ist der UV-Kleber eigentlich ideal, weil die Glaskleber haben auch eine relativ lange Aushärtezeit und das ist im Repair-Café fast nicht machbar. Denn unser Repair-Café dauert immer 3 Stunden und dann muss man das machen.
Man kann also entweder kann man jetzt irgendwie mit Heißkleber eine Konstruktion mit irgendwelchen Stäben machen, dass das oben hält. Oder, also wenn man so zwei Stäbe irgendwie anklebt, oder man nimmt Clay, also diesen Masse, die man hat, da kann man was draus bauen. Oder selbstgemachte Knete, irgendwie sowas funktioniert alles, man muss es nur irgendwie in Form halten. Anwendungsfall bei Klebern mit Glas. Die Leute kommen und haben einen dicken, fetten Kratzer im Scanner oder so irgendwo. Hatten wir auch schon im Repair-Café. Was mache ich da? Prima Tipp. Geht mal an der Frau ihre Schminkkiste im Bad. Guckt, ob ihr klaren Nagellack findet. Und nehmt dazu gleich den Nagellackentferner auch noch weg. Und dann rührt ihr eine minimale Portion hauchdünn an. Also dass es wirklich sehr, sehr dünn ist. So dünn wie das Superkleber. Und das lasst ihr dann mit dem Zahn, da tupft ihr mit dem Zahnstocher, wirklich mit dem Zahnstocher, nicht mit dem Spatel, nicht mit sonst was. Erstmal ein Tropfen Nagellackentferner auf den Riss. Pur. Und dann nehmt ihr von dem Gemisch, das sehr dünn eingestellt ist, und tropft es auch da rein. Der Riss geht weg. Der Nagellack verdunstet, Entschuldigung, der Nagellackentferner verdunstet. Das dauert auch eine Zeit, also es kann eine Stunde dauern. Der Riss war zum Beispiel in einem Scannerglas von einem Drucker, von einem Drucker und Scanner oder von so einem Faxgerät oder sowas. Und ja. Okay, deine Frau ist gut, Thomas. Die hält das nächste Seminar. Okay. Aceton. Wie klebt die das Stielglas mit Nee, der Aceton? Nagellackentferner ist quasi Aceton. Das bezog sich darauf. Ach so, das bezieht sich da drauf. Okay. Ja, okay, das stimmt. Ja, weil Glas mit Aceton kleben, das wäre auch eine tolle Möglichkeit. Ja, also wie gesagt, die Dosierung von dem Nagellack muss wirklich minimal sein. Und das funkt, dann müsst ihr es noch ein bisschen polieren, Dremel mit einer Polierscheibe und dann seht ihr den Kratzer nicht mehr, wenn ihr gut gearbeitet habt. Also wir haben das schon an mindestens zweien, die ich weiß, gemacht. Das eine war ein Overhead-Projektor und das andere war ein Scanner. Das ist das. Beim Overhead-Projektor dürft ihr die Risse nicht mit der Fresnel-Linse verwechseln. Also das ist ein Kratzer, kein Riss. Ein Riss, wenn das gesprungen ist, könnt ihr es auch probieren. Damit könnt ihr den Riss fixieren, aber ganz weg kriegt ihr den wahrscheinlich nicht mehr. Damit kann man einen Riss in der Glasscheibe kann man fixieren, provisorisch, wenn man keine neue Glasscheibe da hat. Ja, mit Zahnpasta kann man es polieren. Wir haben Polierpaste, so eine feine, in dem Polierset von der Dremel. Und da haben wir es mit poliert und das ist wunderbar. Overhead-Projektoren haben Fresnel-Linsen. Das seht ihr an diesen Kreisen. Das sind so Ringe. Das sind keine Kratzer. Wenn ihr die wegmacht, sieht man nichts mehr. Das ist die Linse, die den Strahl fokussiert, Strahl. Also wenn ihr da Kleber reinmacht, funktioniert der Overhead-Projektor nicht mehr. So viel. Okay. Also das funktioniert so. Dann haben wir ja oft eine Klebesituation nicht im Repair-Café, aber oft zu Hause. Ich will irgendwie einen Spiegel anbringen. Da habe ich mir gedacht, das bringe ich jetzt auch noch mit. Einen Spiegel will ich an die Wand kleben. Ist ja auch aus Glas. Oder auf ein Brett kleben. Da ist das Beste, das Silikon aus der Tube, muss kein teures sein. Es gibt speziellen Spiegel-Silikon. Den Unterschied konnte mir noch keiner erklären. Der Trick dabei ist, das ist auch ein Schreinertrick. Wenn ihr sowas klebt, ich schalte mal wieder auf die Webcam. Da habe ich jetzt meinen Stift hingelegt. Jetzt ist er. Na gut, da ist er. Ihr habt den Spiegel. Das ist oben.
jetzt kommt man auf die Idee, ich mache die Tuben, weil der Spiegel meinetwegen länger ist. Ich mache die Rillen von dem Silikon längs. Mach das nicht. Das ist grundfalsch. Der Spiegel und das Holz können sich unterschiedlich ausdehnen. An den Enden wird sich als erstes Silikon lösen, weil da die Bewegung des Spiegels am größten ist bei Temperaturen. Gerade erzähle ich euch völligen Mist. Sorry. Es kommt davon, wenn man krank ist. Macht es nicht so. Also das ist oben wieder. So dürft ihr es nicht machen. Die obere und die untere Silikonraupe lösen sich als erstes, weil hier die Bewegung am größten ist. Und die ganze Raupe löst sich. Hier hingegen lösen sich nur kleine Teile und die Raupe löst sich nicht komplett ab. Also ich habe das schon gesehen, dass hier die ersten zwei Silikonraupen lose waren. Wir konnten den Spiegel noch bergen. Wenn die dritte gekommen wäre, wäre der Spiegel runtergefallen. Die zwei unteren hätten das nicht mehr gehalten, weil die untere sich auch schon gelöst hat. Und hier halten die immer noch den Spiegel fest. Also sorry für den falschen Ansatz am Anfang. Hier lösen sie sich, aber die gehen nicht viel weiter, weil die Silikonraupe an sich ja flexibel ist. Und hier ist die Bewegung an der Stelle des Spiegels so groß rauf und runter, dass sich die ganze Raupe löst. Hier unten die übrigens auch. Merkwürdigerweise lösen sich unten die Raupen weniger als oben die. Verdacht ist, dass die Last da unten größer ist und der Spiegel sich nicht so stark unten ausdehnt. Man weiß es nicht, aber das ist echt so. Genau erklären, wie gesagt, kann ich das auch nicht, aber das ist, ich habe früher als Schüler und Student beim Schreiner gearbeitet und da habe ich das gelernt. Der hat mir das gesagt und wir waren mal beim Kunden und der hat gesagt, mein Spiegel, der scheint sich ein bisschen vorzuwölben und da haben wir den Spiegel mit der berühmten Angelschnur gelöst von der Platte. Und da haben wir gesehen, dass oben die überhaupt keine Haftung mehr hatten und wurden nur noch von unten und von ein paar gehalten. Und also wie gesagt, das ist noch so ein kleiner Trick, für wenn ihr daheim, wenn ihr mal umzieht oder einen neuen Spiegel ranmacht oder sowas. Gut, dann haben wir Gummi haben wir auch durch. Dann haben wir das Kapitel auch durch. Ah, ja, der Biegespannung, ja, oben, Zug, ja, könnte sein, stimmt. Ja, es dehnt sich Holz, es ist aber egal, was sich dehnt. Der Spiegel dehnt sich nicht so stark aus, weil der amorph ist. Aber auf jeden Fall habe ich die Bewegung drin und die Klebefugen lösen sich auf. Das ist noch ein guter Tipp, da kann die Luft zirkulieren, ja, auch gut. Ja, nicht quer zur Schwerkraft. Genau, ist ein guter Tipp, kann man sich gut merken. Ja, auch, ja. Und das ist ja auch genau dasselbe Prinzip, was der Friedrich da schreibt, dass ich die Raupen eben von oben nach unten mache. Ja, genau, gut. Wer sitzt 90? Ich sitze 90 Grad verdreht. Nee, was ist jetzt? Habe ich irgendwas falsch? Nee, alles gut. Das war nur die anfängliche Verwirrung. Es passt alles. Ja, okay. Was? Ich lege das weg. Und so ist klar, was wir wollen. So, dann kommen wir jetzt da unten zu den Klebebändern. Haben wir ja auch schon mal kurz beim Staubsaugerschlauch angesprochen, Klebebänder, Gafferband ist da eines der beliebtesten, auch bekannt unter Panzerband, Duct Tape oder sonst irgendwie. Gafferband hat den Namen, weil das in Amerika mit am ersten eingesetzt wurde oder bei Bühnenshows und Ähnlichem. Da wurden damit Kabel von den Lichtleuten von den Gaffern eingesetzt, ja. Wie gesagt, das ist ein sehr beliebter Klebstoff. Das ist
weg. Ich hatte doch noch da. Moment, ich komme gleich wieder. Ich melde mich mal kurz ab für eine Sekunde. So, diese Rolle ist schon sehr leer. Da ist schon fast nichts mehr drauf, aber es kennt ihr alle, dieses Band innen des Gewebe, was es sehr stabil und reißfest macht. Man kann es aber trotzdem sehr gut, weil diese Gewebe rechtwinklig sind, abreißen und dann klebt wie Teufel. Das mit dem Schlauch ist eine der wenigen Anwendungen, wo ich sage, jawohl, das kann man im Repair-Café machen. Ansonsten ist es für Reparaturen nicht geeignet. Zu mir kam mal ins Repair-Café eine Frau, Toastergehäuse komplett durchgebrannt. Ja, also du hast gar kein Problem, da mal zu fühlen, ob die Heizwendeln schon warm sind. Das heißt, du hast Zugang zu 220 Volt. Und die kam dann und hat, haben Sie kein Klebeband? Sie haben doch da Klebeband liegen. Können Sie das nicht mit zukleben? Nein, das ist keine Lösung. Also wirklich, die kam. Und ich durfte auch, normalerweise mache ich so, wenn so ein Gerät kommt, das lebensgefährlich ist, schneide ich den Stecker ab, Feierabend. Und ich schneide es am Gehäuse ab und nicht am Stecker vorne. Ich habe ihr das gesagt, ich muss sie ja informieren darüber. Und in dem Moment, wo ich sage, ich schneide Ihnen jetzt den Stecker ab, weil das Gerät nicht mehr sicher ist, schnappt die das Gerät und rennt aus dem Repair-Café raus. okay, ich habe mein Bestes getan. Ja, UV-beständig ist es nicht. Die dunkleren Sorten sind UV-beständiger von dem Gafferband als die helleren. Ja, wie gesagt, das war das. Die hat gemeint, ich repariere ihren Toaster mit Gafferband. Mache ich nicht, nein. Also da muss ich grundsätzlich dazu sagen, eine Reparatur mit Klebeband ist für mich eigentlich keine Reparatur. Das mit dem Schlauch, wo das einen mechanischen Halt gibt, mit dem Staubsaugerschlauch, würde ich noch akzeptieren. Alles andere muss ich sagen, nein, Klebeband ist keine Reparatur. Was hast du da repariert, Jörg? Ich sehe es nicht. Was ist das? Ein Schuh? Ah, ja, okay. Für daheim ist es okay. Aber im Kunden kannst du das nicht mitgeben. Ja, im Repair-Café. Ja, der Jörg hat gerade seine Sandale oder was das war, oder seinen Hausschuh hochgehalten. Mach mir den Chruschtschow. Die Jüngeren kennen das gar nicht mehr. Wie gesagt, ich halte Klebeband grundsätzlich nicht als geeignet für eine fachgerechte Reparatur im Repair-Café. So viel. Also, weil, was haben wir im Repair-Café? Wir haben Elektrogeräte, wir haben Möbel, wir haben Spielzeuge, wir haben Fahrräder. Am Fahrrad kann ich höchstens noch das Kabel vom Rücklicht ein bisschen mit Klebeband fixieren am Rahmen. Das geht noch, das ist okay. Aber ansonsten, die Kaffeekanne kann mit, wo der Henkel los ist, funktioniert mit Klebeband ja auch nicht. Also, wie gesagt, ich setze Klebebänder nur als Hilfsmittel ein, um was zu stabilisieren während einer Reparatur oder sonst irgendwie. Ansonsten setze ich Klebebänder im Repair-Café eigentlich überhaupt nicht ein. Ich isoliere auch keine irgendwelche Kabelverbindungen oder sowas mit Isolierband. Ich mache da einen Schrumpfschlauch drüber. Ja, auch wenn das mehr Aufwand ist, aber es ist sicher. Ja. Es gibt ein neues Produkt, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, Fiberfix, ist auch ein Klebeband, ist mit Glasfaserverstärkung. Das Material wird angefeuchtet und härtet dann aus. Man soll damit sogar Wasserleitungen reparieren können. Bis 8 Bar, sagen die. Mit der Wasserleitung ist auch noch keiner ins Repair-Café gekommen. Insofern habe ich das noch nicht ausprobiert. Regenrinne von innen. Hat das schon mal jemand? Thomas, hast du das schon gemacht? Mit dem Fiberfix funktioniert. Alle 12 Monate ist doch okay. Ja, solange es nicht im Winter ist. Das bezog sich noch aufs Gaffertape. Bitte?
Ach, das bezog sich noch auf das Gaffer-Tape, ja. Damit kann man auch eine Regenrinne reparieren, ja. Also das Notbehelf ist das immer gut. Nur ich schicke halt im Repair-Café niemanden mit einem Notbehelf raus. Weil ich weiß, der Notbehelf, auch wenn er mir verspricht, er kommt beim nächsten Repair-Café, er wird wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Das ist ein bisschen meine Erfahrung. Wenn du jemanden sagst, sie müssen nochmal kommen, weil wir haben das Teil nicht da, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, als wenn du sagst, ich flicke das jetzt mal, aber sie müssen wiederkommen. Das ist, der Notbehelf bleibt bei dem, bis er stirbt. Bernd, deine Frau arbeitet mit Gaffer-Tape oder mit diesem Fiberfix? Das ist, also dieses Fiberfix, das wird hart dann. Ist ein Klebeband, das härtet richtig aus. Und wie gesagt, man kann damit Werkzeugstiele reparieren und ähnliches. Panzerband, meint der Bernd, ja. Ja, klar, man kann damit viel arbeiten, wenn das daheim ist. Aber wie gesagt, unser ganzes Seminar bezieht sich im hauptsächlichen Teil auf Repair-Cafés. Und daher habe ich, wenn ich das verwenden würde, ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich einen Kunden damit heimschicke. Ich weiß, daheim habe ich alles unter Kontrolle. Nein, meine Frau habe ich nicht unter Kontrolle, aber ich kann sie warnen, ich kann den Kunden auch warnen, aber es ist eine andere Situation. Und Kunden schicke ich nur entweder mit dem außer Betrieb gesetzten Gerät oder im Ursprungszustand, wenn es nicht lebensgefährlich sein kann, denn die Nutzung, oder komplett repariert heim. Also das sind die drei Zustände, wobei mir ein Kunde das Repair-Café verlassen kann. Ja, außer die eine Dame, die da abgehauen ist. Weil ich einfach auch eine Verantwortung den Leuten gegenüber habe. Klebepads gibt es ja, die kleinen, die kennt ihr auch wahrscheinlich alle. Habe ich welche da? Ich habe sowas auf. So ein Klebeband, das seht, das ist etwas dicker, beidseitiges Klebeband. Das ist so Schaumstoff. Damit kann man wunderbar Akkus in Handys oder Ähnliches einkleben. Oder andere kleine Teile. Das lässt sich ganz gut damit machen, wenn man die Akkus fixieren muss. Und viele Handys lassen sich ja teilweise nur schwer wieder zusammenbauen. Und dann muss man es wenden und dann fällt es wieder auseinander. Und dann kann ich damit manche Teile fixieren. Ich kann auch die Außenschale, die Rückschale mit dem Ding fixieren, bis ich es fest zusammengedrückt habe. Das funktioniert ganz gut und das ist auch zulässig. Vor allen Dingen bei Handys ist ja mittlerweile so, dass viele der Teile, die ich ausbauen muss, um an den Akku zu kommen und auch der Akku selber, mit Heißkleber verklebt, den ich anlösen kann, wenn ich was reparieren muss. Nur dann ist er auch weg, dann muss ich ihn hier rausholen irgendwie und kriegt er nie mehr so fest, wie er im Ursprungszustand war. Und dafür ist dieses Schaumstoff-doppelseitige Klebeband eigentlich perfekt. Die gibt es auch als kleine Klebepads, so, da kann man die auch wunderbar verwenden. Ja, das Panzerband, Emil, das ist genau die Verwendung, für die dieses Panzerband hergestellt wurde. Damit, ich habe früher Licht- und Tontechnik gemacht, damit haben wir in Veranstaltungsräumen, das war damals, ich weiß nicht, ob es noch ist, es war damals sogar von der Bauaufsicht zugelassen, Kabel so zu verlegen bei mobilen Aufbauten, bei beweglichen Aufbauten. Auch auf Laufwegen, allerdings nicht auf Fluchtwegen. Auf Laufwegen war es zugelassen, auf Fluchtwegen war es nicht zugelassen, das Kabel mit Panzerband auf den Boden zu kleben. Muss man dann meistens mehrere nehmen, aber wie gesagt, das muss man unterscheiden. Laufweg ist anderes als Fluchtweg. Fluchtweg dreht jede Gewerbeaufsicht Aufsichtsbeamter durch, wenn du da sowas hinbaust, dieses Panzerband. An AGB nochmal, das ist dieses Schaumstoffband, das hat einen Schaumstoffkern etwas und ist beidseitig klebend, also ein doppelseitiges Klebeband. Doppelseitige Klebebände, war vorhin schon mal im Chat angesprochen, kann man auch verwenden. Ja, verwende ich auch oft, auch im Repair-Café kann man die zu irgendwelchen Stütz- oder Haltefunktionen, kann man die mal verwenden. In der Schreinerei verwende ich die ständig. Da brauche ich, wenn ich einen Tag arbeite, brauche ich einen Meter doppelseitiges Klebeband, wenn es reicht. Einfach, wenn ich Teile zusammenpacke, die noch gefräst werden müssen oder sonst irgendwie, oder die geschnitten werden müssen auf die gleiche Größe, dann mache ich das oft mit doppelseitigem Klebeband. Das ist jetzt keine Anwendung aus dem Repair-Café, aber
Das ist eine Möglichkeit. So, jetzt müssen wir schnell machen. Wir sind schon über 2 Stunden dabei und ich habe der Ina eigentlich versprochen, dass wir weniger als 2 Stunden machen. Sorry, Ina, die möchte heim, die sitzt noch im Büro. Dann lasse ich. Ich habe noch ein paar neuere Sachen, die ihr auch alle kennt oder die einige von euch kennen. Stichwort Suku. Ich schalte mal um jetzt wieder auf die andere Kamera. Suku hat EU-Preise abgeräumt und sonst was. Moment, ich schiebe es noch ein bisschen hoch. So sieht das verpackt aus. Das Gelbe heißt auch Suku. Man kann es nur im Licht nicht so gut sehen. Das ist ein Silikon, das speziell mit speziellen Zusätzen hat eine Engländerin entwickelt, ich glaube eine Designerin, ist bei den Makern, die ja auch von Anstiftungen angestiftet werden, sehr beliebt. Bei den Repairern, wir haben es auch im Repair-Café gehabt, die Tuben sind jetzt schon abgelaufen, das wollte ich gerade sagen. Die sind schon im November 16 abgelaufen. Das Problem ist, ja, Friedrich, dazu komme ich später auch noch. Haltbar sind die Dinge nicht sehr lange, sie sind relativ teuer. Ich glaube, so ein 5er-Päckchen, wie viel Gramm sind da drin? Ich schreibe die drauf, wie viel Gramm da drin sind. Also, das sind höchstens 10 Gramm. Und da kosten 5er-Päckchen, glaube ich, 16 Euro. Also das ist relativ teuer. Und ich habe keine Anwendung dafür. Gibt es in verschiedenen Farben. Grün und Blau gibt es auch noch. Die hatte ich mal aufgemacht. Das ist ein Silikon mit dem Zusatz. Das kann man kneten, das Silikon. Das klebt nicht an den Fingern wie normales Tubensilikon. Und man kann daraus was formen. So ähnlich wie Knete. Und dann kann man daraus was machen. Also ich weiß drei bis vier Anwendungsmöglichkeiten, aber die brauche ich nicht. Einmal wäre ein Kabelknickschutz an der Tülle, an einem Kabel irgendwie, wo ich das drum machen kann. Da habe ich aber festgestellt, an einem normalen Kunststoffstecker hält das Zeug nicht besonders gut. Da geht es meistens da ab. Am Kabel hält es noch einfach, weil es mechanisch dann eng geschlossen ist. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Ich habe im Internet gesehen, da hat jemand von der Digitalkamera, das Grifffeld war wohl mit Kunstleder besetzt oder sowas und das war wohl weg und da hat er sich aus schwarzem Suku so ein neues Kunstledergriffding gemacht. Das muss aber auch irgendwie mechanisch schließen, weil das Suku hält auf dem Aluminium nicht von dem Gehäuse. Und dann kann man sich noch einen Schutz an Tischkanten oder sowas, an Ecken machen, weil das ja wie Gummi ist. Also kann man eine halbe Stunde lang verarbeiten, dann braucht es 24 Stunden, dann härtet es aus. Wie gesagt, bei mir sind die Dinger kaputt gegangen, weil ich in 5 Jahren keine Anwendung dafür gefunden habe. Und ich mache viel. Ich repariere, ich bin ein Maker, aber ich finde keine Anwendung dafür. Wenn ihr das selber herstellen wollt, Tube, es gibt Anleitungen im Internet, in YouTube oder in Google, könnt ihr mal googeln, unter Ukru oder Sukru selber herstellen. Ich schreibe mal schnell rein, also der Name ist ja Sukru und es gibt noch die Schreibweise Englisch mit 2 O, Ukru. Kugelschreiberfeder könnte man probieren. Ich schicke dir mal meine abgelaufenen Sachen zu, Thomas. Also unter Ukru oder Ugu, es gibt auch den Ugu, gibt es auch. Da findet ihr Anleitungen, wie ihr die selber machen könnt. Ich glaube, das ist Stärkemehl. Irgendjemand hat das schon mal gesehen. Wasserkocherdeckel kann man reparieren. Okay. Ja. Okay. Die Ina hat auch schon Erfahrung damit. Okay, gut. Ich möchte keinen Tee aus deinem Wasserkocher haben. Nein, das ist außen. Das ist wie ein Teekessel mit einem Deckel, den man drauf und abnehmen kann, ohne Ja. Klappverschluss. Und da war oben eine Kugel Ah, der Knopf angeschraubt von oben, der innen. Deckelknopf. Ja, und diese Plastikkugel, die war abgebrochen. Und die konnte ich mit Sukru wieder tatsächlich gut hin Super.
Also haben wir doch noch eine vernünftige Lösung gefunden oder vernünftige Verwendung. Super. Also super. Dann ist das, also haben wir da auch. Aber wie gesagt, ich habe dafür bisher keine richtige Verwendung in meinem Bereich gefunden. Aber das kann auch sein, dass man, wie gesagt, sowas kann man es verwenden. Im technischen Bereich ist es nett. Noch was anderes haben wir. Das passt jetzt gut zum Abschluss. Und zwar ein Material, das war ja auch im vorletzten Splitter, war ja schon mal was drin. Das ist Polymorph. Das ist ein Kunststoffgranulat. Das könnt ihr, wenn es heiß ist, formen in jede beliebige Form. Das ist vorm Heißmachen, das ist nach dem Heißmachen und Kneten. Schüttet es in ein Glas Wasser, macht kochendes Wasser drauf und ihr könnt damit alles Mögliche formen. Wenn es heiß ist, es schmilzt, es bäckt zusammen und dann, wenn, zieht ein paar Handschuhe an am besten, keine Stoffhandschuhe, irgendwas, was neutral ist, gegen die Verkleben. Und dann könnt ihr das wunderbar formen. Also man kann damit zum Beispiel, wenn man ein Werkzeug hat, du hast einen abgebrochenen Schraubenzieher und das ist genau der Schraubenzieher, den du brauchst, aber der Stiel ist weg, dann könnt ihr das Polymorph, aus dem Polymorph einen wunderbaren Schraubenziehergriff formen. Oder ihr könnt, wenn ihr einen kleinen Bohrer, einen 2 mm Bohrer, irgendwie ein Loch mit der Hand reinbohren müsst, macht so einen Knoten, steckt vorne den Bohrer rein, lasst es aushärten und ihr habt einen Bohrer mit Griff. Also es lassen sich auch Gehäuse, größere Gehäuselöcher und sowas, lassen sich damit auch zustopfen. Funktioniert wunderbar. Also wie gesagt, ich habe da jetzt so ein paar Teile noch übrig. Die kann man übrigens immer wieder heiß machen und kann die immer wieder verwenden. Also wenn ihr den Bohrer nicht mehr braucht, könnt ihr den Griff verwenden, um das nächste Loch in einem Gehäuse oder sonst irgendwie oder was ihr habt, zuzustopfen. Es gibt ein anderes Material, das heißt genau, das ist, funktioniert genauso. Das heißt Formcard. Das ist wie eine Scheckkarte, so groß. Da muss ich jetzt wieder den weißen Hintergrund legen. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ist so groß wie eine Scheckkarte, ist ungefähr 3 mm dick. Und das kann man auch heiß machen und kann es auch formen, zusammenknüllen und verwenden für irgendwas, wenn ihr da was schnell was fixieren wollt oder irgendwas machen wollt. Also das sind gegenüber Suku für mich hilfreiche Sachen. Also gerade wenn ich mir Werkzeuge baue oder so irgendwas, was ich öfter mal brauche. Ich habe einen Griff zum Beispiel für eine spezielle Hobelklinge gebraucht. Und wenn du das Metall da jetzt hast, dann ruckzuck ist der Finger ab. Und ich habe mir einen wunderbaren Griff daraus geformt und als ich den so richtig so geformt hatte, dann hatte ich den sogar formschlüssig. Ja. Ah, der Ralf hat schon nachgefragt bei Form, wegen Form, Formcard, jawohl. Ja. Ja, gut, die Ina hat das auch geschrieben, genau. Friedrich mit Patex ist 100%, ja, ist, kann man auch machen. Polymorph, das weiß ich nicht, ob der Bernd, ob das auch für Netzspannung geeignet ist, ob es da zugelassen ist, das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht, ich hätte auch Probleme, weil wenn das heiß ist, hast du wahrscheinlich auch noch Wasser mit an dem Ding hängen und wenn du dann auf das Kabel gehst und hast da noch ein bisschen Wasser oder sowas drin, ich weiß es nicht. Also ich würde es nicht machen. Das ist es. Ich habe noch eine Sache, die wir nur kurz ansprechen und das ist, wie kriege ich Etiketten auf Marmeladengläser? Ina kriegt jetzt einen Anfall. Nein, das war der Gag vom letzten Mal. Klebungen im Außenbereich, die wasserfest sein müssen, die extrem haltbar sein müssen, irgendwie eine Reparatur am Wohnwagen, am Wohnmobil. Sikaflex. Sikaflex ist schon Jahrzehnte alt. Die meisten Wohnwagen sind damit zusammengeklebt und die sind unheimlich, das Zeug ist unheimlich wasserbeständig und klebt wie der Teufel.
gibt es in Kartuschen wie Silikon ähnlich. Die sind, glaube ich, ein bisschen kleiner. Ich glaube, die haben nur 500 Gramm oder so. Aber das noch als Tipp, wenn jemand was im feuchten Bereich zu verkleben hat, dann könnt ihr das Sikaflex verwenden. Gibt verschiedene Arten von, müsst ihr gucken, was am besten passt. Kriegt man im Campinghandel, kriegt man im Outdoor-Zubehör. Das ist was, wenn ihr eine Verklebung für außen habt, wo Kunststoffe, Metalle und sonst was beteiligt sind, damit kannst du die Oma an die Wand kleben. Ja, okay, gut. Dann haben wir jetzt im Schnelldurchgang die Sachen auch noch durch. Sind noch Fragen? Ich nehme Ich gerade noch hätte einen noch eine Schluck. Frage. Ja. Bei einer Lauffläche vom Abfahrtsski, die repariert man mit irgendeinem Plastikstück, was man anzündet und dann auf die Lauffläche tropfen lässt. Was ist das für eine Klebung oder Reparatur? Gehört es vielleicht zu den Heißklebern? Ja, wenn es heiß gemacht wird und dann tropft, ist es ein Heißkleber. Die Frage ist jetzt, willst du jetzt wissen, wie man, wie, was für, wo man das Material bekommt, oder? Ne, in welche Art von Klebung man Das das ist ein einordnet. Heißkleber. Das ist Heißt ein, ja, das ist ein Heißkleber, wenn du den, also das, der wird ja ähnlich aufgetragen wie das Wachs. Das Wachs machst du ja auch heiß und du hast eine Riefe im Ski oder sonst was. Und das ist die Lauffläche ist wahrscheinlich Polyethylen, wie der Bernd schreibt. Aber gut, die Skihersteller machen da ja richtig Geheimnis drum, was sie da verwenden. Und wenn du weiß nicht, ob das dasselbe Material ist, dann was du da reinmachst. Weil wenn Polyethylen selber würde ja, wenn du es heiß machst, oder wie machst du es heiß mit Bügeleisen oder mit nö, was? das wird angezündet mit dem Feuerzeug und dann brennt es ab und tropft auf die Lauffläche vom Ski. Das klingt schon mal sehr gesund. Ja, ich esse den Ski nicht. Nein, die Dämpfe. Wenn das brennt, also es kann dann auch ein Polyethylenstab sein, den du dann reintropfst, aber da würde ich echt nur mit Vollschutz arbeiten. Weil die Dämpfe, die da entstehen, also die sind ja wirklich heftig. Ja, okay. Also da würde ich wirklich nur draußen und wenn du so eine Lackierermaske hast oder sowas, Ich habe Gafferband zum Zugleben. bitte? Ich nehme Gafferband und klebe meinen Mund und Nase. Man muss schnell arbeiten. Ja, ist auch schnell. Okay, danke. Ja, gerne. Ja. Also wie gesagt, ja, das muss ja dann auch noch verschleifen, das Ganze. Also, und Ja, ja. es muss einen sehr guten Verbund geben, weil so eine Kerbe ist ja meistens keilförmig nach unten offen. Also das eigene Prinzip wird ja mechanisch rausfallen. Also es muss ja dann einen Verbund geben. Ja, Ja, ich ich schätze, weiß nicht, was es ist. das verschmilzt mit dem Belag unten, Ich habe immer so weil viel es so Wachs auf die heiß Skier ist. geklatscht, dass die Kerben gar nicht mehr aufgefallen sind. Ja. Also wie gesagt, Okay. gut. Okay, sonst noch Fragen? Dann möchte ich mich bei euch allen bedanken für die Aufmerksamkeit. Es war sehr nett. Es war toll, wie viele Beispiele gekommen sind, wie viele Fragen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, meine Stimme hat sich nicht zu sehr verändert, aufgrund der Dinge. Bei mir kippt die manchmal ein bisschen. Ihr habt alles verstanden. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt über kleben@wildweltweit.de mir gerne Fragen schicken, Anregungen oder sonst was. Eine Sache habe ich noch, gerade zu der Mail. Ja, super, die Ina hat es schon geschickt. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, nein, sagen wir mal Wochen, 3 oder 4 Mails gekriegt, wie toll doch die Klebungen in der Natur sind, was es da für tolle Möglichkeiten gibt. Das soll ich bitte in meinen Klebetext aufnehmen, in das Dokument. Beispiele hat mir aber keiner genannt. Also das andere heißt Sikaflex, ja, es wird aber mit K geschrieben. Also wie gesagt, die Natur hat auch ganz tolle Klebungen, aber die können wir im Repair-Café ganz, ganz selten verwenden.
Wenn so ein Baum einen Ast abbricht, dann verharzt er das, aber wenn man im Stuhl ein Bein abbricht, dann wird das nicht mehr verharzen. Also die Natur kriegen wir selten in die Werkstatt oder ins Repair-Café. Ich weiß nicht, es hat sich jetzt gehäuft. Also ich fand das bemerkenswert. Okay, ansonsten vielen Dank. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und vielleicht machen wir ja mal wieder was mit Kleben. Ich verspreche euch, mein neues Dokument kommt. Ich verspreche euch aber keine Zeit und kein Datum. Ansonsten möchte ich mich ganz doll nochmal bei der Ina bedanken, die das Ganze organisiert hat, die das Ganze wirklich toll und charmant moderiert hat und mir eine große Hilfe war. Eine große Hilfe war mir auch der Matthias Brüggemann, den ich hier oben im kleinen Fenster über dem sehe, der mir Anregungen gegeben hat, der mit seiner Miene und seinem Gesichtsausdruck mir klargemacht hat, wann ich Mist gemacht habe und wann es gut war. So ein Feedback ist auch prima. Also dann mal noch schönen Abend und viel Spaß noch beim Reparieren. Wunderbar. Ich danke dir auch sehr, Matthias, für deinen Input. Und hoffe, dass alle viel Hilfreiches mitnehmen zum nächsten Reparaturcafé oder zu diversen anderen Anlässen. Und wünsche euch allen jetzt einen schönen Abend. Es kommt in den nächsten Tagen eben dann eine E-Mail nochmal an alle mit der Aufzeichnung, mit dem Chat, was da an Informationen noch drin war. Und sobald von Matthias ein aktualisiertes Dokument vorliegt, dann werden wir das über Newsletter auch verbreiten. Und ich denke, dann können wir jetzt alle mal weiter kleben und experimentieren und hoffen, dass in ein paar Wochen auch wieder Reparaturveranstaltungen möglich sind. Und danke, dass ihr dabei wart. Danke dir, Matthias, und einen schönen Abend in die Runde.